Yo Leute, habe ich jetzt die Aufnahme gestanden? Okay, Rekord geht. Ich habe übrigens den Tick, nicht in die Kamera zu gucken, sondern immer mein Bild anzugucken, was ich in OBS oben links sehe. Wir haben jetzt den, Dienstag, 23. Juni 2020, 5.31 Uhr. Ich drehe jetzt ein Video, welches mir Bauchschmerzen heute gemacht hat, zu drehen. Samstag, nach monatelang Kopfficken und Nachdenken und Überlegen und so, Gesprächen und Palaver und was weiß ich, habe ich mir gedacht, weißt du was, jemand, der mir sowas sagt, der kriegt direkt ein Video in die Fresse. Jemand, der mir sowas Freches sagt, nachdem ich jahrelang loyal war und alles meiner Meinung nach getan habe, was ich tun kann, der mir so freche Sätze sagt und dann so Filme macht, links, rechts, hinten rum, der kriegt ein Video in die Fresse, der kriegt den alten Matthias Clemens zurück, den Phil Bane Matthias Clemens, der Leute abrasiert waren, hat die nicht korrekt sind. Und dann dachte ich mir, so beendest du diesen Zirkus, der hier seit Wochen geht. Wenn das so und so gesagt wird am Montag, dann setzt du dich abends hin, 1, 2 Uhr nachts, drehst ein Video und sagst den Leuten endlich mal, was Sache ist, was für falsche 50er da draußen rumlaufen. Wenn der Anruf kommt, auf den ich warte, dann gehe ich nicht ran, weil ich werde mir diese Frechheiten, die ich eigentlich schon wusste, nicht ins Gesicht sagen lassen. Ich werde einfach mit einem Video antworten, habe ich mir gedacht. Seit so 10 Uhr, wo ich weiß, dass ich das jetzt drehen werde, habe ich Bauchschmerzen. Wieso? Weil ich alles getan habe, dass ich dieses Video nicht drehen muss, in der Hoffnung, dass man diesen ekelhaften Move, für mich ist das ekelhaft, ne? Schöne Grüße an euch beide, für mich ist das ekelhaft einfach, nicht machen muss. Ich habe lange überlegt, okay, gestern Abend, scheiß jetzt auf das Video, scheiß nicht auf das Video, mach's das Video, mach's nicht das Video. Beziehungsweise, nee, ich war mir eigentlich sicher, ich mach das Video. Aber ich hatte Mitleid mit einer Person. Die andere Person in dem Video habe ich gar kein Mitleid. Gar nicht. Eine Rasierung in diesem Video ist komplett zu Recht. Sollst du in der Hölle schmoren, du lügst den ganzen Tag. Der andere Junge, den lieb ich von Herzen, oder habe ich von Herzen geliebt, und für diesen Jungen habe ich mir das Unrecht von seinem Freund und das Unrecht von seinem Manager und das Unrecht, diese ganze Scheiße jahrelang gegeben. Und mit dieser anderen Person habe ich auch 8 Stunden telefoniert. Ich habe 8 Stunden erklärt, wieso das Unrecht ist. Wieso sein Partner für mich ein falscher 50er ist. Und dass ich, wenn ich mich von seinem Partner trenne, aber mit ihm weiter Geschäfte mache und Freundschaft habe, definitiv kein gutes Wort an den Partner sagen lassen werde. Beziehungsweise in meinem Statement, also ich habe ein Statement gemacht, nicht sagen werde, er ist ein Ehrenmann. Und ich habe dem Jungen, den ich liebe, gesagt, kommst du damit klar? Der Junge hat mir gesagt, ja, das darf natürlich nicht zu krass sein, aber ich komme damit klar. Ich mag euch beide, ihr seid beides meine Freunde. Ich habe gesagt, guck mal, das geht aber auch auf dich über, dieser Shitstorm vielleicht. Weil es ist keine korrekte Aktion, die der Junge durchzieht und die du so mitmachst, ist auch nicht korrekt. Und bla 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 bla. Vorher wurde gesagt, ich habe mich nicht genug um die gekümmert, dies, das. Total lächerlich, nix. Also in den letzten 7 Jahren davor schon, aber im letzten Jahr war das Hauptthema und Kopfschmerz des Todes. Und wir hatten gar nichts davon. Nix. Ja? Und ich habe mir diese 8 Stunden genommen, ich habe mir Termine freigemacht, andere Leute haben Termine freigemacht. Und es sollte ein Treffen geben, über das man alles redest. Dieses Treffen war immer wieder verschoben, weil dieser andere Junge immer Filme gemacht hat. Der musste immer streamen und hatte irgendwas. Man musste in seine Stadt kommen, man konnte sich in die Mitte treffen. Der hat keine Zeit, dies, das. Ich bin ein Hund, wir sind alles Hunde bei Sekt Plus und er ist der König. Und als ich ihm gesagt habe, ey, guck mal, dein Partner,
Ey, für mich ein falscher 50er. Der trifft sich nicht mal, um das Ding zu klären. Wird mir gesagt, ja, der fühlt sich nicht so wertgeschätzt. Ich denke mir nicht wertgeschätzt. Ich sage, der Junge schätzt mich nicht wert. Hat der Probleme, bin ich gut genug. Hat der Junge Probleme mit irgendwelchen Rappern, die ihm auf die Fresse hauen wollen, dann ruft er mich an. Will Sek Plus einen Hochwischer von ihm oder macht Leroy mit ihm ein Interview, dann macht er nicht mal einen Hochwischer, der nichts kostet. Aber ich soll mir Palaver aufhalsen, den ich jahrelang für euch hatte, für beide, und soll irgendwelche Rapper anrufen, also nicht irgendwelche, Freunde von mir, mit denen ich aber selber gerade irgendwie mich erst wieder ausgesprochen habe, und soll mich für eine Sache da einsetzen, wo dieser zweite Junge komplett im Unrecht ist. Komplett, komplett, komplett. Und einfach seine Fresse halten soll und sich bei den Rapper entschuldigen soll. Und dann wird jetzt auch zu den beiden Jungen kommen, auch wenn die eben Titel wahrscheinlich stehen, ist das hier ein Video, und da wird mir kurz auch schlecht, aber ich habe lange drüber nachgedacht und ich werde hier 100% verarscht. Und ich lasse mich nicht mehr verarschen. Ich habe mich auch noch nie verarschen lassen in meinem ganzen Leben. Unterdrücken und verarschen kann man mich sowieso nicht. Aber was man mir leider machen kann, ist mein Herz ausnutzen. Weil so sehr ich liebe, so sehr hasse ich auch. Das war immer so. Aber auch bei Phil Bain und Allen oder Matze Busse habe ich, nachdem die über mich gelogen haben, aus Herz diese Leute nicht rasiert. Die haben weitergemacht und weitergemacht, bis ich sie rasiert habe. Ich habe immer jedem gesagt, hol doch nicht diese schlechte Seite aus mir raus, bevor ich euch ficke. Diesem einen Jungen, den ich mag, namens Tim Gabel, habe ich das auch gesagt. Und ich habe ihm gesagt, dieser andere Junge, dein Freund Inscope, ist sowieso für mich ein falscher 50er. Macht die einfach voll die Politik. Und die macht er schon seit einem Jahr. Und die macht er auch schon seit einem Jahr. Und deshalb, Tim, werde ich auch nicht mehr ans Telefon bei dir rangehen. Ich will nicht mehr mit dir reden. Ich will mir nicht mehr von dir irgendwelche Geschichten über Karl S. und Philipp Deutsch und der ist böse und der ist böse. Weil im Endeffekt, da habe ich lange auch in Nacht drüber nachgedacht und ich habe mit zwei, drei wichtigen Leuten dazu darüber geredet. Im Endeffekt wird hier einfach seit Jahren meine Gutmütigkeit ausgenutzt. Das ist einfach ein Fakt. Das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Da, wo das Cash ist, da seid ihr. Und dieser Voicemail, heute, die ich schon mal bekommen habe, habe ich ja deutlich deine Meinung gehört, deine persönliche Meinung, dass du im Prinzip das, was du zuerst meintest, nur Nico machen will, auch machen möchtest. Und der jetzt hier anfängst, Rosinen rauszupicken, so wie er es jahrelang macht. Und ich werde jetzt dieses Video, es ist 5 Uhr morgens, ich habe den ganzen Tag wach, ich habe eigentlich gar keine Zeit und Kopf für ein Video. Aber mir läuft ja die Zeit weg, weil ihr macht ja einen riesen Palaver die ganze Zeit. Und ich habe keine Lust mehr auf diesen Palaver, den ihr macht. Ich weiß auch nicht, ne, obwohl ich den einen irgendwie mag, wer ihr kleinen Scheißer seid, so einen Film auf uns zu machen. Ich schwöre bei Gott, wir hatten schon mit ganz anderen Leuten Probleme, die mehr wert sind als ihr im Marketing und die auch einflussreicher sind und heftiger. Und wir haben nicht so lange rumdiskutiert wie mit euch. Und dann muss ich mir anhören, dass der kleine Inscope, der hier seit Jahren, den seit Jahren auch bei Sek Plus keiner leiden kann, außer ich. Ich war der Einzige, der euch immer in Schutz genommen hat, als ihr diese freche, ekelhafte Shop-Sache geschickt hat. Wollt ganz Sek Plus euch rausschmeißen. Wer war das natürlich schuld? Philipp Deutsch. Wer war vorher schuld? Karl S. Ich betone auch, ich hasse, 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 hasse Philipp Deutsch und Karl S. aufs tiefstem Herzen. Und Karl S. und Philipp werden sich über dieses Video freuen, aber die sind auch falsche 50er. Und ja, die haben euch beide abgezogen. Aber ich glaube, dass ihr beide so von denen gefickt wurdet, dass ihr euch jetzt denkt, jetzt ficken wir mal die Leute. Und weil ihr euch denkt, okay, Matthias Clemens kann man ja nicht ficken auf Ficker-Ebene, dann gehen wir einfach über Herz. Und ich habe so viel nachgedacht, was ist alles passiert. Und Tim, ich habe es dir in dem Telefonat auch gesagt. Und ich habe auch durch die Blume gesagt, lass den Affen Inscope ein Hund sein. Und ich mache nur ein Statement. Aber bleib du stabil. Wir beide haben History. Wir haben History. Ich habe dich bei Karl S. rausgeholt. Wurde angezeigt mit Fahrer zusammen für Karl S. Ich habe gesagt, wo ist eh eure Dankbarkeit? Wo war eh jemals euer Dank? Es gab nie einen Dank. Es gab, also, ja, hast du mir gesagt, hast du mal einen Hochwischer für Malik umsonst gemacht, angeblich. Ja, wow, wow. Ich habe 25.000 Euro. Ihr redet auch mal von Geld. Ihr könnt da schnappen, wir brauchen das Geld, wir sind Insolvenz.
ich habe in einer Situation, wo ich auch nicht so frisch war, wie ich jetzt auch in Corona auch meine Probleme habe, 25.000 Euro bares Geld bezahlt an Karl S. für die Verhandlung, Anwälte, Palaver, dies, das, tralla. Nicht mal ein Schachtel Pralinen habe ich bekommen. Nicht mal ein Schachtel Pralinen. Farid hat das für mich getan, aber ich habe es für euch getan. Er hat für euch Karl S. beleidigt und wurde angezeigt und hatte auch Kopfschmerzen. Ich und Farid hatten Kopfschmerzen. Dass überhaupt ein Inscope, der hat nämlich mit Farid ein bisschen Probleme, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, aber das kann man auch erwähnen, sich überhaupt traut, dabei Farid noch irgendwelche dummen Witze zu machen, nachdem Farid und ich euren Arsch gerettet haben, ne? So, da, ich weiß gar nicht, was du mich anrufst, Inscope, und fragst, ob ich das mit Farid klären kann. Bist du einfach für ein respektloser kleiner Spasti, da frech zu werden? Da hat der Farid dir zu Recht eine Ansage gemacht, ne? Und der Witz ist, du rufst mich im Oktober an, ob ich das kläre, obwohl du ein halbes Jahr nicht einen Hochwischer, nicht einen Store-Poster, obwohl wir euch bei Store komplett, wir haben so viel für diesen Store gemacht, für euren verfickten Scheiß-Store, wenn ihr einfach auch ab diesem Video holt das Schild weg, holt das Schild, macht diesen Store einfach zu. Ich brauche diesen Store nicht. Ich habe euch geholfen. Ich habe das nicht für mich gemacht. Ihr labert nur Scheiße. Und dass Philipp euch abgezogen hat und diesem Store geklaut hat, dieses Geld hinter, was habe ich damit zu tun? Wieso kläre ich schon seit einem Jahr auch wieder dieses Problem? Wieso bin ich Affe seit einem Jahr der in diesem Shop alles machen muss, sein Geschäftsführer nach Stuttgart schickt, da wird keiner, wird der nicht begrüßt, ein Essen kriegt man bei euch sowieso nicht. Ein Essen oder ein Döner, das habe ich den Leuten mal bezahlt und gekauft und bin holen gegangen, wenn bei euch eine Shop-Öffnung war oder irgendwas, weil ihr nicht mal diesen Respekt besitzt, eure Gäste einzuladen. Und Tim, ne, dass du seit Jahren nicht merkst, wie egoistisch ihr seid und ich das alles akzeptiere, weil ich dich liebe, habe ich dir in 8 Stunden erklärt. Dann am Schluss sagst du alles ja und 3 Tage später rufst du mich an, dann zieht es mir wieder irgendeine andere Scheiße. Nico ist doch mein Bruder und Dings. Du rufst Kollege an, mischt Kollege in unsere Angelegenheiten ein, sodass ich mich schämen muss. Was hat Kollege mit unserer Sache zu tun? Was hat Kollege damit zu tun? Dann sage ich dir, nein, schöne Grüße an Kollege, der soll nicht zum Termin kommen. Du sagst mir, ja, der wird gern dabei sein. Nein, Tim, der wollte nicht gern dabei sein. Vielleicht wollte er sich gern mit mir treffen und was bequatschen, was du mir ausgeschaut hast. Aber der wollte bei seinem Termin nur dabei sein, weil du den darum gebeten hast. Das ist einfach ein Fakt. Und wieso hast du ihn darum gebeten? Weil du wusstest, du wirst mir was sagen, was ekelhaft ist. Und du kannst irgendwie wieder auf Kollegas Nacken, wegen Boss-Trafo, das irgendwie schlichten. Was eh total albern ist, weil Kollege und ich auch lange keinen Kontakt so direkt hatten. Schon ein bisschen, aber nicht so. Und der größte Witz an der Sache ist, dass ihr, und das muss ich auch gleich wieder erzählen, wisst, wieso Kolle, Farid und ich uns gestritten haben. Ihr gegen diese Jungs noch gehetzt habt, gehetzt bei mir, wie unkorrekt die wären, das hören die jetzt auch, aber ist mir auch egal, Nico. Du kleiner Nico, du bist wirklich ein ekelhafter Mensch. Ein ekelhafter Mensch. Ihr seid unloyal, ihr seid einfach keine korrekten Menschen. Und wieso? Das Video wird wild, wir haben 6 Uhr morgens und vielleicht komme ich hier zwischendurch durcheinander und vielleicht ist das erste Video mit einem Cut. Aber diese 6, 5 Jahre, was da alles jetzt war, die muss man hier auch erstmal zusammenfassen können. Und Nico, Tim, ich habe am Anfang gesagt, ich liebe dich trotzdem, wie ein kleiner Bruder, weil ich hoffe, auch wenn dieses Video dein Image trotzdem schädigt und wir trotzdem nie wieder reden, so Gott will, nie wieder reden. In meinem Herzen hoffe ich, dass dieser Spasti Nico dich dazu gezwungen hat. Oder dein neuer Manager, der plötzlich auch immer dabei sein muss. Ja? Also bei mir, der euch vor KLS beschützt hat, der Leute für euch bedroht hat, ne? der vor dem braucht ihr plötzlich schlichter, um mit mir zu reden, der euch immer wie einen kleinen Bruder behandelt hat, der euch immer den Arsch gerettet hat, den ihr immer gefragt habt, kannst du den dissen? Schüre, ich habe dich einmal gefragt, ob du ein Video mit mir machst. Christian Wolf. Kannst du eine Reaction machen? Dann sagst du, Brudi, ich bin dir so viel schuldig. Vor einem Jahr. Aber ich mag den Christian. Alleine, dass du mit einem Typen abhängst, Tim, der so Lügen um mich verbreitet, der behauptet, ich hätte ihn bedrohen lassen, was 1000% gelogen ist. Der Witz ist, ich habe noch nie in der Supplement-Szene einen bedrohen lassen, sowieso nicht. Und den einzigen, den ich mal ekelhaft bedroht habe, war Karl S. für dich, weil du mir eine Voicemail gezeigt hast, wo du mir sagst, Karl S. hat mich bedroht vor 4 Jahren, wo du zu mir kamst. Mit der Bitte auf der FIBO, wo ihr 2 kleine Jungs wart, die zu mir kamen und sagen, Karl S. wird uns ficken, wir brauchen dich. Können wir zu dir kommen, kannst du uns helfen? Was habe ich euch gesagt?
Verband, dies, das, ich habe Skepsis. Wir müssen nach Stuttgart kommen. Ich komme nach Stuttgart, ich will euch kennenlernen. Ich schwöre bei Gott, fragt Fahrrad, ob das stimmt. Ich habe sogar Tim mit in den Raum bei Fahrrad geholt und habe zu Fahrrad gesagt, ey, kann man den Jungs vertrauen? Soll ich mich für die gerade machen? Soll ich KLS für diese Jungs, also ich hatte eh Beef mit KLS, aber soll ich dann noch einen Schritt härter machen? Wir alle hatten den Eindruck, okay, Tim ist stabil. KLS hat den verarscht. Hat er wahrscheinlich auch. Aber stabil ist was anderes. Stabil, wie gesagt, hier werden ein paar Zeiten werden hier durcheinander gehen. Ich habe nämlich nichts aufgeschrieben. Aber ich muss von Punkt zu Punkt. Aber wir werden hier, upsala, vielleicht 2 Stunden sitzen und alle Punkte abarbeiten. Wir werden alle abarbeiten. Und das wird bestimmt nicht mein bestes Video. Weil ich bin zwischen emotional, zwischen wütend, zwischen soll ich den alten Matthias rauslassen? Soll ich den Leuten mal zeigen, was passiert, wenn man meine Gunst ausnutzt? Oder soll ich so Tim noch irgendwie so eine Chance geben, so eine Hintertür zu haben und sagen, tut mir alles leid. Ja? Aber auf jeden Fall zu Karl S., hab ich den nicht bedroht für dich? Hab ich nicht gesagt, okay, wenn du Tim vor seiner Schwester schlagen willst, ich bin heute in Stuttgart, komm, treff dich mit mir, treff dich mit einem Mann. Hab ich das nicht gemacht? Doch, hab ich gemacht. Wieso? Weil ich ein gutmütiger Hund bin, ein Affe, ein Affe, ein Affe. Weil mein Herz für Menschen ist genauso groß wie mein Kämpferherz. Wenn ein Schwächerer zu mir kommt und sagt, guck mal, der hat mich unterdrückt und ich glaube das, dann ficke ich den Stärkeren. Und dann ficke ich den richtig und dann habe ich auch keine Skrupel mehr. Aber das ist nicht mein Hass auf diese Person, dass ich den zerstören will, weil ich gewalttätig bin. Nein, das ist so wie die Liebe für den anderen. Kennt ihr diesen Serienmörder Dexter, der nur Leute umbringt, die Schlechtes tun? So ungefähr. Vielleicht bin ich jetzt zufrieden, kann sein. Aber meine Liebe und mein Hass sind gleich. Ich hätte Karl S. auch so gedisst, aber ich hätte niemals so ein Level angenommen, wenn du, Tim, nicht zu mir gesagt hast, der hat dich bedroht. Und er hat dich auch bedroht. Ich habe diese Voicemails ja auch gehört. Ist ja auch alles gut. Habe ich auch gerne gemacht. Aber wie kann es sein, dass jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, du Dinge von mir möchtest, die 6 plus schaden, die mir schaden, mit der Begründung, du hast Schulden, in der Zeit, wo du selber weißt, ich habe durch Corona auch Schulden, immer irgendwelche Filme machst, dies, das, auf Murat schiebst, auf Hasja schiebst, auf den schiebst, und ich dir erstmal Malik vorschicken muss, der eine Zeit lang ein bisschen offline war und sein Ding gemacht hat, damit der aus dir rausholt, was sitzt euch wirklich auf der Leber. Und der euch auch heute gesagt hat, guck mal, das, was ihr macht, ist nicht korrekt. Was ihr macht, ist nicht korrekt, aber ist dir das unemotional? Ruft Matthias an. Sag dem das jetzt mal ins Gesicht. Aber Tim, ich möchte es nicht hören. Ich möchte das nicht hören. Ich möchte dich nicht beleidigen am Telefon. Ich möchte nicht ausrasten. Ich möchte gar nichts mehr zu sagen. Auch dieses... Und jetzt kommen wir zu Karl S. zurück, bevor ich springe, weil ich springe. Wie gesagt, ich bin wütend, emotional und aufgewühlt. Aber kommen wir zu Karl S. zurück. Standpunkt damals war es so, Tim Gabel kam zu mir. Fibo 2... 15, so ist passiert. Karl hat uns so. Kannst du uns helfen? Ich sag schon, Tim, du hast mich auch mal gedisst, dies, das, tralala. Ich trau dir nicht so ganz. Der Inscope direkt komisch drauf. Ich sag, ich komme nach Stuttgart, wir reden, wir lernen uns kennen. Ich bin nur skeptisch. Ich komme dahin, ich höre mir diesen Film an, ich höre mir diese Voicemails an. Karl hat dich bedroht, dies, das, tralala. Ich denke, mein Herz geht auf, ich fick Karl S. An diesem Tag kann man googeln, später Farid Foto mit dem Gabel im Arm, Stinkfinger, wir ficken dich. Ja, gegen Karl S. Ich, Karl S, Voicemails, da war ich ohne Farid, die waren auf Konzert, ich war mit dem Tim alleine. Ich sage, Karl S, komm du heute nach Stuttgart, ich bin mit Tim, klären wir das, wie du betrost den kleinen Tim. Wieso sagst du, schlägst uns zusammen vor seiner Schwester? Karl sagt, ey Matthias, ich will keinen Stress, dies, das, lass vegan essen gehen. Ich sag, vegan essen gehen gibt's nicht. Sagst du noch einmal, ich komm zu Tim nach Hause, komm ich zu dir nach Hause, Karl. Nicht, weil ich gewalttätig bin, noch ein Assi. Ich habe meine Vergangenheit, hole ich in so Sachen raus. Ich denke, ich kann das besser als Tim. Und habe den kleinen Tim beschützt. Jetzt kommen diese Forderungen von Tim und Nico, die einfach läppisch sind, frech, dies, das, tralala. Dinge, die bei Kollege und Fahrrad nicht mal annähernd so schlimm waren, weil das einfach da ein Manager irgendeinen Deal gemacht hat und die da reingerutscht sind, wo ihr die beiden verurteilt habt, mich auch aufgehetzt habt, aber noch dabei gesagt habt, aber Brudi, sag das keinem, weil wir verdienen mit Bostrafo noch gutes Geld. Ich habe gesagt, macht euer Brot mit Bostrafo, kein Problem. Wer hat euch den Kollege damals gebracht? War das nicht auch ich? Weil der war vorher, egal wo, aber hat den Deal auch gewechselt, weil ihr zu 6 Plus kamt. Aber schon vor kurzem, wo ich gemerkt habe, mit euch schon ein Jahr Film, habt ihr plötzlich Beef mit Karl S. Ich dachte mir schon,
das, was stinkt. Dann habe ich dir geschrieben, Tim, soll ich Karl für euch ficken? Du sagst, nein, wir machen das schon. Ich dachte mir, da bin ich gespannt. Diesmal alleine, zum ersten Mal seit 5 Jahren nicht mal hier Schlimmes rufen. Aber tamam, kein Problem, schön, guck ich mir das an. Guck ich mir dieses Video gegen Karl S. an? Ich gucke mir das Karl S. Video an. Karl S. Video Schrott. Aber ein Satz ist im Karl S. Video, sagt der Karl, ja, der Seklus-Shop hat Schulden bei Schuldnern, die könnten Insolvenz gehen, dies, das, trala. Ich denke mir, hä? Die Jungs haben doch Schulden bei mir. Das sind doch, ich bin doch der Schuldner. Nehmen wir Schuldner? Ja. Wie kann denn einer sagen, ich verklage die? Ich würde die doch niemals verklagen. Was erzählen die für eine Scheiße rum? Woher hat Karl S. diese Info? Woher weiß Karl S., was die Summe ist? Woher weiß Karl S., dass das Geld entnommen wurde? Das war Standpunkt des Karl S.-Videos. Ja, ein Fakt. Die Jungs haben mir Geld geschuldet. Deswegen haben sie auch ein Jahr nichts gepostet zu ihrem Vertrag. Dieser Vertrag übrigens, ne? Ihr seid hiermit gekündigt. Ihr müsst mir keine Kündigung schicken. Jede normale deutsche Firma wird sowieso sagen, ihr habt einen Vertrag. Wir erhöhen nicht euer Gehalt. Was machen wir? Wir haben gesagt, okay, wir erhöhen euer Gehalt. Okay, wir streichen die Postings. Was sagt ihr? Nein, nein, reicht nicht. Wir wollen noch Gaming Booster, wir wollen noch extra CBD und noch das. Wir denken uns, hä? Ein Jahr Shop kostenlos Ware, ein Jahr haben wir Shop gepusht, die haben euch immer gepusht, ihr habt einen gültigen Vertrag, wir erhöhen den Vertrag, ihr wollt noch mehr. Jede normale deutsche Firma, ihr beiden, hätte einfach gesagt, ihr habt einen gültigen Vertrag, haltet den ein. Und nicht überhaupt mit euch geredet. Aber umso mehr man mit euch redet, umso höher pokert ihr, umso mehr wollt ihr haben. Aber wisst ihr, wieso uns der Vertrag scheißegal ist? Wer nicht bei Seklus sein will, soll sich verpissen. Verpisst euch, ja, verpisst euch. Haut ab, ich will euch nicht. Ich habe das am Telefon noch gesagt, Tim. Ich habe gesagt, handel nicht mit mir, so ekelhaft. Übertreib nicht deine komplette Lage. Der Inscope ist ein Spaß, was der handelt. Verpisst euch dann. Ich will dich nicht, ich will euch nur nicht rausschmeißen, weil ich habe History mit dir, Tim. History, History, History. Ich habe History mit dir. Das habe ich dir 8 Stunden lang erklärt. Ich habe gesagt, ganz Seklus will euch schon seit einem Jahr rausschmeißen, weil Philipp Bötsch ekelhaft zu uns war. Philipp Bötsch war so ekelhaft. Ich habe immer gesagt, nein, 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 das ist der Philipp Bötsch schuld, Leute. Tim ist mein kleiner Bruder, Tim ist mein kleiner Bruder. Ja, jetzt Philipp Bötsch weg, jetzt ist irgend so ein Opa an deiner Seite. Respekt an den, der ist eigentlich nett. Aber jetzt kommst du mit noch ekelhafteren Deals. Meinst du, euch glaubt noch einer, dass diese ekelhafte E-Mail letztes Jahr mit dem Shop, was ich später erzählen werde, von Philipp Bötsch kam? Ihr seid, als Philipp Bötsch da war, wart ihr noch besser als jetzt. Jetzt seid ihr noch schlimmer als Philipp Bötsch. Ihr seid, ich glaube auch nicht, dass Philipp Bötsch euch da so abgezogen hat, wie ihr das darstellt. Meine Meinung, der Nico weiß da viel mehr, als der sagt. Das will ich auch noch nachher erklären. Zurück zu Karl S. Ich habe meinen Faden verloren. Ich werde den Faden nicht opfern, aber ich werde ihn auch immer wieder finden. Und notfalls müssen wir hier schneiden. Und es wird vielleicht, es ist vielleicht dann nicht so geil wie sonst Matthias Clemens Videos, aber diese Infos, die hier drin sind, da seht ihr mal, wie Menschen sein können. Auf jeden Fall kommen wir zu Karl S. Ich bedrohe den, dies, das, tralala. In diesem Video von Karl S. sagt er das mit dem Shop. Ich denke mir schon, wo hat er diese Infos? Und wieso, wer erzählt rum, ich würde die verklagen? Ich hätte euch niemals verklagt, das wisst ihr auch. Und das habe ich mal ihm nochmal gehört. Alleine, wenn ihr von mir denkt, dass ich euch wegen diesen Schulden in Insolvenz treibe, diesen Shop-Schulden, dann wollt ihr mich ficken, weil ich hätte euch niemals gefickt. Ich bin nicht so, das wisst ihr auch. Egal was, Stuttgart, habe ich bezahlt. Eure Gäste, Hotel, habe ich bezahlt. Eure, ich habe in eurem Seklus-Shop, wo mein Graffiti ist, ich habe Wasser für die Menschen bezahlt, die da zu Gast waren, weil ihr zu geizig wart, den Wasser auszugeben. Ich habe ein Bändchen bekommen mit Eintritt, mit einem Freigetränk. Erste Getränk frei in meinem Seklus-Shop, den ich mit euch mache, wo ich mir schon gedacht habe, Alter, was sind das denn für Typen? Nicht mal Wasser gibt es für die Gäste. Es gab nichts zu essen. Ich habe gesagt, wo gibt es Döner? Ich gehe den Leuten Döner kaufen. Ihr sagt, um die Ecke. Normalerweise Gastfreundlichkeit ist, dass man jemanden schickt, was zu essen und für die Gäste was, macht Matthias Clemens, der Chef von Seklus, geht für alle Döner kaufen. Wieso? Ich bin nicht so. Ich habe nicht diesen Film abgehoben. Ich gehe Döner und verlute, kein Problem. Weil ihr macht ja nicht, ihr schafft es ja nicht, eure Gäste zu bergen, also habe ich das gemacht. Geizig ohne Ende. Geizig ohne Ende. Ich habe gedacht, komm, Schwaben sind irgendwie vielleicht anders. Vielleicht ist das in Stuttgart so. Die kennen das vielleicht nicht. Karl S. Ich gucke dieses Video. Vor kurzem, wo ich schon wusste, ihr werdet jetzt Filme machen. Ich habe das schon geahnt. Dann kommt euer Video. Ich denke, erste Mal im Leben fragen die nicht mich, ob ich gegen Karl disse. Shop-Öffnung Stuttgart auch. Karl S. kam in den Shop mit ein paar Jungs. Matthias kommt zum Shop.
Erste, niemand hier, du bist zu spät. Ich habe gesagt, Bruder, kein Friseur. In Stuttgart gibt es keinen Friseur. Habt ihr keine Freunde in Stuttgart, der einem Haare schneiden kann, mal kurz, wenn man zu Gast ist? Deswegen war ich zu spät. Ich habe Friseur gesucht, keinen gefunden. Ihr motzig. Okay, damit kein Problem. Dann erster Satz, du musst Karl S. dissen. Ich sag, wieso? Der war halt im Shop, der hat Dicken gemacht. Ich sag euch, Karl ist tot. Karl ist tot, 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 tot. Den müssen wir nicht dissen. Der war hier ein bisschen schaulaufen, der ist neidisch auf einen Shop, scheiß auf den. Naja, Matthias, Bruder, kannst den dissen, wie immer. Ich drehe ein Video, ich nehme den Diss auf und der Diss hat einfach nicht geballert. Ich sag, guck mal, Jungs, lass das nicht reinschneiden im Blog. Wir geben dem Karl zu viel Gesicht. Wer ist Karl S.? Wir machen gerade den Shop auf. Und zu dieser Zeit waren Shops geil, mittlerweile laufen Shops nicht mehr so gut, gebe ich zu. Kommen wir auch gleich zu. Deswegen hat Philipp auch da entwendet, weil es nicht so lief wie gehofft. Aber der Stuttgarter Shop lief doppelt so gut wie alle anderen. Also da war viel zu entwenden. In allen Sektor-Shops wurde irgendwie geklaut. Irgendwie irgendwas oder irgendwas ist schiefgelaufen, weil einfach ja, unser System war zu komisch. Die Shops waren zu viele Leute immer beteiligt. Auch in meinen eigenen Shops hatte ich diese Probleme. Man braucht Jahre, so ein Shop-Konzept zu machen. Ich will da keinem eine Schuld geben, aber überall lief irgendwas schief. Aber in Stuttgart, da wurde Geld verdient und das wird entwendet von Philipp. Schuldige, klären, Matthias Clemens. Aber kein S, Video. Okay, vor kurzem, ihr beeft euch mit dem. Erste Mal, dass ihr mich nicht fragt, ob ich helfe. Ist schon, da stinkt was. Da ist ja was faul an dieser Sache. Ich werde doch immer gefragt. Aber ich denke mir, kein Problem. Mache ich mal nicht diese Drecksarbeit. Okay, auch nicht schlecht. Ich gucke mir euer Video an. Erste, was ich denke, Schrott. Video, Schrott. Kein Problem. Zweite, was ich denke, wieso seid ihr eigentlich da in der Opferrolle? Wieso seid ihr da die Opfer bei den Bedrohungen? Ihr zeigt nur die Bedrohung von Karl und stellt euch in die Opferrolle. Wart ihr auch? Ihr wart ja auch die Opfer. Aber war da nicht Matthias Clemens, der dann dein Handy genommen hat, Tim, und gesagt hat, hör mal zu, Karl, du Punkt, 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 krümmst du Tim nur ein Haar, kommst du vor Tims Haustür, komm ich vor deine Haustür. Wieso war das nicht im Video drin? Wieso lässt man sich in die Opferrolle fallen, nur weil es jetzt gerade einem hilft? Guck mal, ihr müsst mir keinen blasen, ihr müsst mir auch nicht Props in eurem Video geben. Aber diese ganze Story, die stimmt ja so einfach gar nicht. Also fangen die an zu lügen gegen Karl S. auf meinem Nacken. In unserem Telefonat, Tim, 8 Stunden, sage ich dir, wieso hast du das so und so gemacht? Ja, du hast ihn ja 3 Tage später angerufen. Das war ja 3 Tage vorher. Ich sage, okay, 3 Tage warst du Opfer, danach warst du Täter. Beziehungsweise hattest du Rücken von mir und nicht von irgendwelchen Clans, dies, das, Rockern. Ich habe gesagt, Karl S., ich komme zu dir nach Hause, bevor jetzt wieder irgendeiner eine Geschichte spinnt. Wir hätten Karl S. da bedrohen lassen. Weil später im Verfahren mit Karl S., deswegen sage ich das, gab es eine Akte, die war so dick. Diese Anzeige gegen mich und Farid lief auch nur wegen euch beiden, Tim und Nico, die jetzt bei Gamers Only einen Deal haben wollen. Ja, darum dreht es sich. War halt drin, dies, das. Marokkanische Kampfsportler, Farid Bang, dies, das. Verschiedene Namen wurden da aufgelistet von Karl, auch ekelhaft von Karl. Und ich wurde da als der Patron dargestellt. Ne? Ich habe diese Anzeige gelesen, einen gezeigt, habe gesagt, ey Jungs, Sie denken, ich bin der Pate. Haha, haben wir uns so intern drüber lustig gemacht. Weil da wurde irgendwie jeder Kampfsportler, den ich kenne, jeder krasse Typ aufgelistet. Aber ich wurde so ganz oben. Ich habe wirklich so, mir bei der Klage totgelacht und dachte, okay, bin ich Pate geworden oder was? Weil, das war so aufgebaut von Karl S., als wäre ich der Don. Und bin ich definitiv nicht. Und klar, auf der FIBO oder auch privat kenne ich viele Kampfsportler und es geht auch keinen an, wer privat meine Freunde sind. Aber ich habe noch nie Karl S. unterdrücken lassen von irgendwelchen Leuten und ich habe Karl S. auch noch keine Kampfsportler geschickt. Und das an der FIBO und der Expo, dass ich da mit Kampfsportlern rumlaufe, die sind halt gesponsert von SEC+. Das sind keine Schlägertrupps, die ich engagiert habe. Das sind Leute von SEC+, aber egal. Dazu kommen wir später auch noch. Das dauert lange, das Video. Das wird 2 Stunden dauern, 2 Stunden Abrechnung, aber lange, später. Kommen wir zu dem Video. In diesem Video, ne? Ich habe nicht geguckt, aber Entschuldigung. Wird das ja verneint. Ich denke mir so, Da will sich jemand in die Opferrolle stellen. Und wenn man dann sagt, ja, Matthias Clemens hat das ja geklärt, Matthias Clemens hat uns den Vertrag geholt, dies, das, passt ja nicht mehr zum neuen YouTube-Dings.
Weil man ist ja jetzt YouTuber, man ist ja nicht mehr in der Fitnessszene, wo man Matthias Clemens braucht, der einen beschützt. Ist doch kein Problem, ich will euch schon nicht mehr beschützen. Aber jahrelang war es euch gut genug, 25.000 durfte ich bezahlen von meinem privaten, ihr habt nicht mal gefragt, ob ihr einen Euro dazu geben müsst. Boss-Transformation habe ich euch gebracht, kein Problem, ich wollte keinen Cent von euch. Und ich schwöre bei Gott, 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 Kollege hat mir sogar was angeboten. Ich habe abgesagt. Ich habe gesagt, nein, Kollege, du bist bei Sek Plus. Ich möchte dafür nichts. Mach Sek Plus Werbung in Bostrafo. Dafür zahle ich die Videos. Wir beide sind quitt. Kollege sagt, stabil von dir, stabil. Ich bin immer für Sek Plus da. Ja. Tim und Nico, die kamen nicht mal auf die Idee, einen Cent anzubieten. Und ich hätte es eh nicht genommen. Aber anbieten. Oder... Was ich euch, oder jetzt loyal bleiben und nicht unloyal werden. Das wollte ich haben. Ein Jahr kriegt ihr Bostrafo nicht hin. Ne? Okay, Bostrafo merken wir uns später. Kommen wir zu Karl S. Also, jahrelang habt ihr gesagt, wir schweigen zu Karl S. Merken wir uns Bostrafo. Wir schweigen zu Karl S. Weil wir haben ja Matthias, der mal redet. Und wir haben Fahrrad. Matthias spannt schon Fahrrad ein. In diesem Video jetzt, wo es besser ist, taktisch die Opferrolle anzunehmen, macht man das und verschweigt uns. Ich sag zu dir, Tim, guck mal, Tim, kein Problem. Willst du das weglassen sogar? Frag mich doch wenigstens. Lass mich doch nicht nachts mit meinem Schwanz in der Hand YouTube anmachen und sehen, wie er eine Scheiße erzählt, die nicht stimmt, wo ich noch der Hund am Schluss bin. Ha? Du sagst, ja, wir haben gar nicht so weit gedacht. Wir denken gar nicht so weit. Ich sag dir, Flying Uwe, du hängst mit ihm ab. Für dich habe ich den beleidigt. Der Beef mit Flying Uwe hat auch wegen dir angefangen, Tim. Ja, so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe vergessen, dass wenn ich mit einem Streit habe, dass du dich gerade machst und ich bin hier halt nicht so. Okay, Tim, das ist Loyalität. Loyalität ist das. Das ist das Wort Loyalität, was ihr nicht verstanden habt. Loyalität. Wenn ich nicht wäre und Sek Plus nicht wäre, aber meine ich ganz Sek Plus, Fahrrad, jeder, der da war, auch die Kampfsportler, hätte Karl S. euch damals gemolken, der hätte euch ausgeschlachtet. Das weißt du auch. Wir haben gesessen mit Philipp, Nico, Tim Gabel und Malik in Stuttgart in einem Restaurant, eingeladen von euch, Rechnung bezahlt ich, egal, ist immer so bei euch. Das ist auch so in eurer eigenen Stadt, ne? Für meine eigenen Eier in meiner Stadt lasse ich keinen bezahlen. Gastfreundlichkeit. Aber ich dachte, okay, das sind halt deutsche Schwaben scheinbar. Nichts gegen Schwaben, aber das ist so, die Jungs von da sind halt so irgendwie schräg. Egal. Das war mit Malik vor drei, vier Jahren, kurz nachdem wir KLS für euch rasiert haben. Da sagt der Philipp noch, auch ein Abzocker, aber ihr seid auch nicht besser. Korrekt, dass du das gemacht hast mit KLS und so. Der Tim und Nico, die sind nicht so. Also wir haben euch da nicht vor die Kamera geschickt, aber du und Farid, ihr habt da einfach mehr Durchschlagskraft. Korrekt, dass ihr das gemacht habt. Ja, korrekt. Jetzt 4 Jahre später, was kriege ich von euch zurück? Hier, einen Schwanz. Ich krieg gesagt, ja, Sek Plus muss man unterteilen. Ja, die haben uns ohne bezahlt, gut. Ich Affe sag noch, komm, ich gebe euch längerfristig Brot. Ich mache euch einen eigenen Booster, ich mache euch einen eigenen ZBD. Nee, das ist so langfristig. Wir wollen jetzt kurzfristig Geld, wir haben gerade Schulden. Wo wart ihr, wo meine Corona-Schulden waren, die jetzt noch da sind? Wo wart ihr? Nicht mal einen Hochwischer hat Nico gemacht. Nicht mal einen Hochwischer hat der gemacht. Ein Jahr lang hat der Junge nicht mal Hallo, Tschüss zu mir gesagt. Hä? Der Junge, den können wir 1000 Sachen erzählen, diesen Inscope. Falscher 50er des Todes. Ich habe immer nur geschluckt für dich, Tim. Wir erinnern uns, spulen wir zurück, weil wir springen hier ein bisschen. Aber wir müssen auspacken. 2016, 2017, die AZ-Tast drehen mit Inscope. Wir gehen essen, Burger, dies, das, sagt Inscope, ich bin mein kleiner Bruder. Zu dieser Zeit, Tim, war das mit Bostrafo, wo es dir so schlecht ging. Wo Nico über dich gelästert hat. Wo ich der Einzige war, der sich um deine Depressionen und deine Probleme gekümmert hat. Der, wo Philipp Nico sagt, du musst dich um den kümmern, du bist wie ein großer Bruder. Ja, damals war ich großer Bruder, jetzt bin ich Schwanz, ne? Sagen, die AZ-Tast folgen Nico, Nico folgt AZ-Tast, der AZ-Tast sagen zu mir, Bruder, der Junge folgt dir gar nicht. Der ist bei Sek Plus, der dreht mit uns Videos, wir essen mit dem Burger, wieso folgt der denn nicht? Ich sag, ach, Abo oder Obmann, ich weiß nicht, wer es war. Egal, der Nico ist so ein bisschen so eigen, scheiß drauf, so. Der ist trotzdem mein Freund, der muss mir privat bei Instagram nicht folgen. Wer bin ich, dass der mir folgt? Der folgt Sek Plus, okay. Ich schwöre auf alles. Ottmann, Abu sagen, wir entfolgen dem, wenn der dir nicht folgt. Ich sag, müsst ihr nicht, Bruder. Nein, alles gut. Die sagen, niemals, das gibt's nicht. Wir sind Sek Plus. Wenn der dir nicht folgt, folgen wir dir nicht. Die beiden entfolgen Nico dafür. Aus Loyalität zu mir, obwohl ich das nicht verlangt habe. Nico schreibt mir oder fragt Malik, das weiß ich nicht mehr genau, wieso sind die entfolgt?
kriegt die Message, ja, weil du Matthias nicht folgst. So. Ich glaube, nee, Malik hat das gesagt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Malik meint, guck mal, ist doch ein bisschen läppisch, Nico. Matthias, verbinde ich mit diesen Leuten, du folgst nicht mal. Zack, folgt mir Nico. Müsst ihr euch mal reinziehen. Guck mal, ich will gar nicht, dass du mir folgst. Entfolgt mir, ja. Ich hatte dich niemals selber gefragt. Mir ist nicht mal aufgefallen. Ab und ab ist es aufgefallen. Und die haben sich gedacht, oh, wenn der dir nicht folgt, folgen wir dem auch nicht. Sind die, die den folgt? Dann erst fragst du nach und dann erst denkst du, du kannst mir folgen. Ekelhafte Art, ekelhaft. Genauso nochmal zu dem Video, weil wir springen haben. Wir kommen zum Video zurück. Nico hat Kontakt mit Karl S. Du laberst Scheiße, Junge. Du hast immer weiter bei Karl geblasen. Weil du bläst bei jedem, um mit jedem gut zu sein. Und zu Tim zurück, zu Fibo. Ich habe euch nicht nur Karl S. vom Arsch gehalten. Tim, die ganze Bodybuilding-Szene hat an deinem Arsch geklebt, als du zu mir kamst. Du weißt wer. Ob die gelogen haben oder nicht, was du sagst, juckt mich nicht. Aber ich hatte die Leute gut im Griff. Oder die waren Freunde von mir und habe allen gesagt, Tim ist jetzt einer von uns, den disst keiner. Oder, jetzt auch eine Person, bevor der sich wieder beleidigt fühlt, dem habe ich gesagt, guck mal Bruder, ich glaube, du hast dir ein bisschen Unrecht getan, Tim, lass das klären. Und dann wurde das geklärt. Was ich aber schwöre pro Tim, es wurde gesagt, Tim hätte gestofft und ich hätte das verheimlicht. Das stimmt wirklich nicht. Tim hat mir auf alles geschworen, er hat nicht gestopft und ich hab's geglaubt und ich hoffe, es stimmt auch, Tim, weil ich glaub's bis heute. Es wurde mal gesagt, ich hätte das vertuschen lassen durch meinen Einfluss, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe locker knackig, Tim, von deinem Arsch 20 Leute weggeholt, die dich richtig durchficken wollten. Die ganze Bodybuilding-Szene war an deinem Arsch. Da war der große Matthias gut genug, ne? Da war der große Matthias, der Böse, weißt du, da hast du diese Liebe-Seite geholt und hast gedacht, Matthias hat ja diese liebe Seite, ein bisschen Zucker. Dann kommt diese Böse. Und mit dieser Bösen fickt er schon die Leute. Der Robin Hood der Fitnessszene. Der Affe Matthias Clemens. Und ich schwöre, Leute, wir sind schon bei Minute, was weiß ich, 36, aber ich muss das sagen. Wisst ihr wieso? Nachdem ich viel Band zerstört habe und so viele Menschen zerstört habe, sind danach auch Dinge in mir passiert. Mit mir passiert, wo ich enttäuscht war. Wo ich hardcore enttäuscht war. Und immer wollte ich Videos drehen wie heute. Und immer hat Malik mir gesagt, Bruder, wenn du das machst, ne, du verkraust uns die nächsten Athleten. Wenn du jeden, der dir Unrecht tut, abrechnest, dann wirst du nicht mehr glücklich. Hasche sagt immer, man kann nicht jeden töten, so mäßig. Und es ist auch so. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, okay, schluckst du mehr, guckst du mal weg, scheiß drauf, muss nicht alles online landen. Weil das ist meine Waffe. Wisst ihr, wieso das meine Waffe ist? Weil ich nie Unrecht tue. Und auch mir die Details sehr gut merken kann. Tag, Ort, dies, das. Und diese Lügner und Heuchler, und das sind fast alle, können sich nichts merken. Deswegen verlieren die gegen mich. Weil ich nur schieße, wenn ich im Recht bin. Und weil ich mir alles merken kann, weil ich immer die Wahrheit sage. Vielleicht kann ich auch noch gut reden, habe ein gutes Gedächtnis. Mag sein, dass habe ich noch ein paar gute Waffen in der Hand. Mag sein. Aber wer hat gegen mich mal ein Real Talk Video gedreht? Alle schneiden doch sowieso oder lügen über mich, weil sie wissen, ich bin zu stark. Ja? Ihr könnt ja ein Video drehen. Widerlegt dieses Video. Wenn ihr dieses Video lügt, ich bin ein Bastard. Amino liegt draußen und schnarcht, soll Amino sterben, wenn ich hier lüge. Vielleicht ein Satz irgendwie, dass nicht Malik das mitfolgen kann sein, aber dieser Grundsatz, sage ich 1000% die Wahrheit. 1000% ist das komplett ekelhaft, was ihr wollt. Also, gut genug, die ganze Fitness-Szene von eurem Arsch wegzuholen. Du, Nico, dir kennst du ganz was YouTube, aber zu dieser Zeit hast du Tim ja gebraucht. Und jetzt braucht Tim dich. Deswegen macht Tim wahrscheinlich deine ekelhaften Spiele mit. Weil am Telefon, Tim, sagst du ja, nee, dies, das. Ich sag dir, guck mal, Tim, ich will nicht dein Zuhälter sein. Aber so schadet Sek Plus. Du sagst, ja, wenn du sagst, nee, dann bist du mein Zuhälter. Ich denk mir so, hä? Was labert der Junge? Guck mal, Tim, du hast einen Vertrag für Nahrungsergänzungsmittel. Den hast du seit einem Jahr. Du hast nicht einen Post erfüllt. Nico hat nicht einen Post erfüllt. Habt aber eure Shop-Schulden mit diesem neuen Vertrag verrechnet, der höher war als der alte. Kommt dann jetzt und sagt, wir wollen noch mal mehr Geld und weniger posten. Ich, dummer Affe, sag okay. Aber ihr habt doch letztes Jahr schon eine Erhöhung bekommen. Und das, was ich von euch gefordert habe, habt ihr nie getan. Aber Geld vom Shop, die 80.000 oder was das waren, habt ihr verrechnet. So lange habt ihr auch nichts gepostet, auch wenn es dir bloß schlecht ging, bis ihr sozusagen auf Null wart. Aber ihr habt nicht verrechnet mit diesem Vertrag, den ihr schon mal hattet, die Vorhersumme. Nein, ihr habt die neue geholt. Und damit schuldet ihr mir offiziell noch Geld. Ich sag aber, kein Problem, geschenkt. Ihr kommt, neuer Deal, Gehaltserhöhung, Postings weniger,
Ich sage, eigentlich hattet ihr letztes Jahr schon einen neuen Deal. Ihr wollt aber wieder mehr Geld und nehmt, Bruder, Probleme, Insolvenz, dies, das, Philipp, ich habe mich abgezogen, Matthias, Bruder, denk an uns. Ich sage, Bruder, letztes Jahr, ich habe so und so viel K Amazon-Verlust. Diesen Verlust, den ich letztes Jahr durch Amazon gemacht habe und durch Corona, sind 30% mehr, als die beiden Verlust gemacht haben. Aber, Matthias, der dumme Affe, hier ist ultra warm in diesem Raum. Es ist Wut, aber es ist auch wirklich warm, es ist schon 4 Grad gestiegen. Ich muss eine neue Klima machen. Sagt, okay, kein Problem. Wir hören nochmal Geld, euch geht's schlecht, wir sind eine Familie und wir reduzieren die Postings. Aber ich habe euch letztes Jahr bei der Gehaltserhöhung gesagt, bitte besser posten. Ihr habt bis heute keinen Post gemacht. Ihr habt Schulden verrechnet mit diesem Deal. Kein Problem. Und wenn hier irgendwas nicht passt, Leute, weil ihr es nicht versteht, drehe ich noch 3 Videos. Kein Problem. Wenn ich hier in diesem Flow jetzt irgendwie ein paar Sachen vergesse, genau zu erklären, damit die Zuschauer verstehen, wie alt die neue Deal, ich mache noch eine Reaction hier drauf. Kein Problem, Tim und Nico. Ich habe Zeit für euch jetzt. Ja? Ich will eigentlich nur dieses. Aber kommt irgendwas, die war nicht so, dann habe ich es nur zu schnell erklärt, weil wir keine Zeit haben für 4 Jahre Scheiße von euch zu erklären, dann werde ich noch ein Video drehen. Und übrigens, ja Tim, ich weiß sehr, sehr, sehr viel, was euch richtig ficken würde. Nein, ich bin keine Fotze, das packe ich nicht aus, niemals bis zum Tag des jüngsten Gerichtes, das mache ich nicht. Ich bin keine Fotze, die einen verrät. Ich erzähle nur das, was jeder bei SEC+ weiß und nur das, was jeder in der Online-Welt gesehen hat und nur das, was sowieso bald die Welt wissen wird, wenn ihr bei uns raus seid und wie eine Schlampe überall bei meiner Konkurrenz Deals einsackt. Weil, wie ich dir gesagt habe am Telefon, Nico, klar wird Verrat gut bezahlt. Natürlich will MyProtein Leute von Matthias Clemens wegholen. Hä? Aber Dinge, die du mir privat erzählt hast, zwischen dir und deinem Nico da, ne? Die für mich, Nico ist für mich komplett falsch. Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst. Ich war noch nie eine Fotze. Und ich werde nicht zur Fotze. Aber es ist mein Hack und mein Recht, dass ihr nicht wie Schlampen bald andere Sachen postet und es wieder denkt, Matthias hat vertrieben, Matthias hat nicht bezahlt oder den Film, den ihr mit Murat machen wolltet. SEC+ hätte kein Geld für Nico. Deswegen hätte Nico den Gamers Only Deal angefragt. Ach Nico, wen willst du verarschen? Ja, du hast einfach Geld schnappen wollen. Sei wenigstens ein Mann, sag doch Nico, guck mal, ich will nicht mehr bei SEC+ sein, ich will schnappen. Dann kann ich nur sagen, ja, okay, unloyaler Spaß, verpiss dich. Mach aber nicht einen Film, dies, das und sag nicht irgendwie den Satz, der muss gefallen sein mit Malik. Ich habe ja nicht schon mit Tim geredet. Ja, okay, Nico geht dann, Tim bleibt, aber Tim macht für alles Werbung, also für Konkurrenz und mich, was mir schadet, was meine Fabrik, ich habe auch eine Fabrik. Aber links und dann irgendwas von Kündigung schicken. Guck mal, bei SEC+ kannst du nicht mit Vertrag kündigen. Wisst ihr was? Wenn es nach Vertrag ginge, hätte ich dieses Jahr gar nicht die Gehaltserhöhung stattgegeben, die ihr haben wolltet, und die Postings reduziert. Weil ihr habt einen gültigen Vertrag gehabt. Aber wenn ich bei SEC+ bleiben will, soll gehen. Und diesen gültigen Vertrag wollte ich doch eh vernichten und euch einen besseren geben, obwohl ihr nicht mal ein Post erfüllt habt, aber wie gesagt, damit eure Schulden verrechnet habt. Natürlich, weil sonst hättet ihr immer noch Schulden. Aber ich habe mir gedacht, okay, diesen Insolvenz leihe ich mir wieder KWA-Kredit und gebe euch Geld. Ne? Und dann kommt ihr mit irgendeiner Scheiße. Murat hätte euch gesagt, SEC+ hat kein Geld von Nico und deswegen hätte er andere Deals angefragt. Meinst du, ihr wisst nicht, ich weiß nicht, dass ihr Gespräche führt mit Flying Uwe, überhaupt mit dem zu reden über einen Deal? Ne? Wie viel Geld hätte Karl S. mir damals bezahlt, für euch zu ficken? Sehr viel. Habe ich genommen? Nein. Habe ich 25.000 Euro Strafe für eine Anzeige wegen euch bezahlt? Ja. Habe ich mich nochmal anzeigen lassen von KLS wegen euch? Ja. Habe ich noch ein Telefonat mit KLS geführt nach der FIBO 2017, wo ich ihn bedroht habe, wo nur Palaver war wegen euch wieder? Ja. Hab ich jemals Palaver gemacht, als ihr Shop-Schulden hattet? Nein. Macht ihr Palaver, wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird? Ja. Eine Rechnung wird mal nicht bezahlt. Ihr macht Palaver des Todes. 2 Jahre kein Cent vom Shop bezahlt. Ihr habt keinen Cent bezahlt. Kein Cent. Es gab andere Shops, die waren auch schon in der Kreide, aber die haben dann gepostet, gemacht, irgendwie hat man sich geeinigt. Die Schlimmsten am Schluss wart ihr. Die Schlimmsten, und ich dachte, es gab schlimmere Situationen in meinem Leben, wart komplett ihr. Ich glaube, wir drehen noch einen zweiten Teil, weil ich erzähle alles hier zu kurz, das ist so viel, was man über euch erzählen kann. Das muss man länger erzählen. Auf jeden Fall. Wo war ich dran? Karl S. Okay, haben wir verstanden. Ich war gut genug. Ich mache Venti an, ich werde hier sterben sonst hier. Mal gucken, ob das zu laut wird. Ist mir aber scheißegal. Dann ist es halt zu laut. Warte kurz. Jetzt habe ich auf heiß gedrückt. Ich hoffe auch noch kalt. So, lass mich in den Venti kurz. Ich gehe kurz pissen. Dann geht's weiter. Karl S. Das Thema hier kann kacken.
KLS Shops waren wir. Okay, kein Problem. Wir fahren fort. Shop, habt keinen Cent bezahlt. Kein Problem, Matthias hat doch Zeit. Hatte auch Geldsorgen. Amazon-Verlust letztes Jahr. Knackig mal. Einen halben Monatsumsatz verloren. Minus gewesen. Ihr macht Palaver wegen Postings. Wir posten jetzt erstmal nicht mehr. Ihr seid aber in Schulden eigentlich. Dass ihr euch nicht schämt. Schämt für alles, was ich getan habe. Ihr hättet sogar ja kostenlos posten müssen. Nico nicht mal ein Hochwischer. Aber Oktoberpalaver mit Farid. Matthias anrufen. Von mir eine Absage kriegen, dass ich das nicht kläre, weil du im Unrecht ist. Danach noch eine Voicemail geschickt, nie wieder geantwortet. Auch noch beleidigt. Guck mal, Nico, wir kommen gleich noch näher dazu. Du hast einfach Scheiße gebaut, ne? Und deine Spucke kannst du nicht auflegen. Sei froh, dass Farid dich nicht gedisst hat einfach. Ich schwöre, hätte er machen sollen sogar. Vielleicht hat er sogar nicht gemacht, weil du bei 6plus noch bist. Kann sein. Deine Ansage hast du ja bekommen und durch ganz Berlin geschickt, ne? Kann Farid ruhig wissen, dass du das gemacht hast. Weil du bist ja erst wie eine Ratte durch die Welt gestrichert, wer dir das klären kann. Und als sich keiner einmischen wollte, weil keiner Bock auf das Farid hat, hast du mich angerufen. Wusstest aber, dass ich und Farid zu der Zeit distanziert waren, dann war dir aber scheißegal. Aber als ich das gesagt habe, guck mal, so, ich bin mit Farid momentan, ich bin gut, aber auch nicht so eng. Und das ist frech, mich da einzumischen und dann irgendwie nachgedacht habe, was du überhaupt gemacht hast, dass du frech wurdest, mir gedacht habe, entschuldige dich einfach, was soll ich da klären? Du bist ja auch noch beleidigt. Weil einmal habe ich nicht deinen Vollstrecker gemacht, was ist der Vollstrecker? So der Schlichten, aber einmal habe ich mich nicht gerade gemacht für deine Scheiße. Bist du tot beleidigt. Bei dieser Sache mache ich mich nicht gerade. Farid ist und bleibt mein Bruder. Und hätte Farid dich zu dieser Zeit online gedisst, auch wenn ich mit Farid da wenig Kontakt hatte, ich hätte auf Farid Seite gestanden für das, was du gemacht hast. Also für diese Frechheiten. Egal, Shop. Okay. Letztes Jahr. Es gab in allen 6plus Shops Probleme. Stimmt. In allen 6plus Shops habe ich Minus gemacht. Stimmt. In allen 6plus Shops wird auch der eine oder andere Inhaber Minus gemacht haben. Da lief viel schief. Offline-Geschäft kaputt. Dies, das. Letztes Jahr, Standpunkt letztes Jahr, habe ich alle Shops übernommen. Irgendwie verrechnet oder irgendwas gemacht da meistens. Ne? Nur euren nicht. Weil eurer ist ja noch eurer. Dann sagt ihr mir, der Shop läuft nicht, dies, das, tralala. Wir sagen, wir haben nur 10% Marge an dem, was wir euch verkaufen, maximal. Wir können nicht weit runtergehen. Wir würden euch gerne noch mehr helfen. Aber wisst ihr was, weil alle anderen Shops uns gehören, die 10% schenken wir euch auch noch. Was sagt ihr? Ja, kein Problem, geil, dafür machen wir mehrere Hochwischer. Kostenlos natürlich für den Shop, ist ja euer Shop, mit dem ihr Geld verdient, nicht ich, ja. Trotzdem hat nicht geballert. Der Shop war immer leer, immer nur höre ich irgendeine Kacke, aber immer wenn ich da war, war Shop einfach leer, weil euer Philipp den Shop so gemolken hat, dass er kein Geld hat zum Nachkaufen. Hat man kein Geld zum Nachkaufen, ist der Shop leer. Vor 3 Monaten, wo wir mit CK geredet haben, hat der es sogar bestätigt, dass das Shop-Problem ist. Standpunkt jetzt, wollt ihr aber Christian Deeg den Shop geben, Kopf aus der Schlinge ziehen, ne? Und bei anderen Firmen schnappen, weil ihr braucht sich bloß hier nicht mehr. Standpunkt letztes Jahr, weil der Einkaufspreis hat geschmeckt. Hättet ihr Gewinn gemacht und Philipp euch nicht abzogen, hättet ihr mich dann am Gewinn beteiligt, hättet ihr auch nicht gemacht. Den Verlust soll Matthias nehmen. Genauso wie letztes Jahr gab es ein Meeting bei Sigplus zum Shop. Alle bei Sigplus haben gesagt, dieser Stuttgarter Shop, der fickt nur Kopf. Matthias, bitte, werf den Shop raus, werf die beiden raus, voll die Spaß, die sollst du einen Film, die auf uns machen. Ich sag, Tim ist mein kleiner Bruder. Kommt eine E-Mail. Ich habe gesagt, bei den anderen Shops habe ich den Shop bekommen und habe so einen Teil vom Verlust manchmal übernommen. Oder so Einrichtung, dies, das. Biete ich euch auch an. Okay. Mein Angebot war also, ihr habt Schulden. Lass die Schulden irgendwie verrechnen. Dann haben die uns ein Angebot geschickt, ne? Haji ausgerastet, Malik aus, alle sind ausgerastet. Ich habe gesagt, das kommt nicht von Tim, das kommt von Philipp. Und der Tim meint nicht so und so. Wir sollen für einen nicht laufenden Shop, der mit unserem Einkaufspreis nicht lief, also wir hätten denselben Einkaufspreis, sollen wir abkaufen für 140.000 Euro, sollen Philipp, der euch abgezogen hat und den Shop auch vorher geklaut hat, 2.000 Euro Bearbeitungskosten zahlen? Und Tim und Nico für Postings
3.000 oder 4.000 Euro. Ihr wolltet uns komplett in den Arsch ficken. Malik sagt, Hasja sagt, alle sagen, werft die raus. Wer schickt so eine freche Mail? Ich sag, da ist der Philipp. Das nicht stimmt. Ja? Okay. Malik ruft einen an von denen, ich will keinen Namen nennen, auf Lautsprecher, sagt, dieses Angebot. Meint ihr das so? Weil Matthias meint, ihr meint das nicht so. Wir meinen das so. Also Malik sagt, Malik wird ein bisschen eklig. Da haben Malik und ich uns sogar ein bisschen gestritten, weil ich meinte, ey, komm, nicht so schlimm. Obwohl Malik im Recht war. Er war im Recht, ich hätte ihn walten lassen sollen. Ich weiß gar nicht, wieso ich so meinte, ey, zu hart. War genau richtig so. Ja, war richtig so, was der gemacht hat. Also der war jetzt nicht zu schlimm, aber ich war so noch in diesem Modus, in dem ich jetzt, nicht jetzt bin. Jetzt bin ich im Modus, fickt euch beide. Damals war ich im Modus, so, dem ist mein Bruder. Bin ich auch jetzt noch, aber ganz ehrlich, umso mehr ich rede, ich bin der Affe, dass ich noch Sympathie für dich habe. Okay. Verstehen wir das richtig? 150.000 K wollt ihr haben und noch eine Gage und noch eine Gage, noch, ja. Mit dem Shop, den nicht lief, mit unserem Einkaufspreis. Die sagen, ja. Der sagt, wie sollen wir da jemals einen Cent Gewinn machen? Ist ja unmöglich. Ihr wollt also, dass wir den übernehmen, das Minus, ach so, die 80 K Minus sollten wir auch noch schlucken. Die wollten für einen nicht laufenden Shop, wo sie einen 10-Jahres Mietvertrag haben, wo wir auch die Macht, alle haben zu mir gesagt, Matthias, die haben einen Mietvertrag, du musst nicht Einkaufspreis geben, du musst nicht das machen, du musst nicht so viel tun. Ich sage, sind doch unsere Freunde, sind unsere Leute. Wollen die uns für 200k verkaufen und noch 4k Gage haben? Das heißt also, ein Shop, der keinen Gewinn gemacht hat oder gemolken wurde, hätte ich dann einfach mal knackig 200k Verlust nochmal gemacht und hätte noch jeden Monat 5.000 draufgezahlt. Und noch einen 10-Jahres Mietvertrag von euch bekommen. Philipp ist dann irgendwann weg, euch abgezogen. Abzieher ziehen, Abzieher ab. Ihr zu mir, nein. Vor ein paar Monaten, bevor jetzt diese ekelhaften Sachen kamen. Das war nicht so gemeint. Wir verrechnen jetzt Schulden mit Schulden. Der Shop in Stuttgart besteht aus zwei GmbHs. Ich habe eine GmbH. Somit war juristisch zwei GmbHs gegen eine. Wir verrechnen die Schulden mit dem neuen Deal, der nie eingehalten wurde, den ihr jetzt nochmal verbessern wollt und noch andere Eiweißfirmen bewerben wollt. Supplementfirmen, sag ich mal. Und sind 0 auf 0. Ich sag, kein Problem, machen wir. Dann, Problem mit Geld hin und her, sagt irgendeiner, ihr klärt da was, ich habe mit Shop eigentlich nichts zu tun. Meine Aufgaben sind bloß leiten, Fabrik bauen, hier diese YouTube-Kacke. Ich habe mit so Shop-Abwicklung nichts zu tun. Ich krieg das so am Rande mit. Also einer von uns hat das mit euch abgewickelt. Ich will nicht zu viel Namen nennen. Guck mal, wir brauchen einen Anwalt, weil das ist ein Geldkarussell. Da muss ein Jurist so irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung. Ich erkläre so ungefähr. Die sagen, okay, unser Anwalt macht das. Das wird am Streitwert berechnet. Waren Kosten 2.000 Euro. Sagt mein Anwalt zu irgendeinem Mitarbeiter von mir, guck mal, die müssen 70% tragen, ich, du 30, eine GmbH zu zwei GmbHs, so ist das juristisch korrekt. Ich krieg diese Info, weil ich krieg zunehmend Infos, ich sag, auf gar keinen Fall, die sind geizig wie nix in Stuttgart, wir machen 50-50. Besser. Die ein Taui, ich ein Taui. Deren Schulden gegen meine Schulden. Weil die sind ja eigentlich nur eins. Dass die zwei GmbHs haben, keine Ahnung wieso. Da haben wir nichts mehr zu tun. Für mich ist das ein Team, Tim, Nico. Und ich bin ein Team, Sek Plus, 50-50. Rufst du mich nachts an, Tim, um 1 Uhr und fragst frech, wieso ihr 1.000 Euro für einen Anwalt bezahlen müsst, was das soll. Und das ist schon 2 Monate her. Und heute drehe ich erst ein Video. Ich weiß gar nicht, wer mich gefickt hat, dass ich die ganze Zeit noch mit euch geredet habe. Juristisch 70% der Kosten bei euch. Matthias sagt, nein, 50-50. Ihr beschwert euch. Ich erkläre euch das. Ich erkläre dir das am Telefon. Dann schreibt irgendeiner von euch eine freche E-Mail an denjenigen bei mir, der diesen Deal ausgemacht hat. Und der muss sich bei euch rechtfertigen. Wegen 1.000 Euro? 1.000 Euro Anwaltskosten, die halt mal sind für beide Parteien. Ich habe 25k für KLS gelatzt. Was sagst du mir, Tim? Ja, wenn wir rumschlampen und jetzt noch Gamers Only, kriegen wir so und so viel Euro.
Ich schäme mich auszusprechen, dass ich 25.000 weißes Bargeld, nicht Firmengeld, bezahlt habe, weil ich wegen euch angezeigt wurde. Also, ich habe aus dieser Anzeige allem dies, das, haben Fahrrad und ich einen Nutzen gezogen. Stimmt, aber faktum haben wir es nur für euch gemacht. Ich war in Konz an der Tankstelle, da habt ihr mich angerufen. Karl S. hat euch gedisst. Nachdem ihr zu mir kamt, hat der Eier bekommen, euch gedisst. Der hat dann nicht mich gedisst, der hat nicht Fahrrad gedisst, der hat nur euch gedisst. Inscope und Tim, zwei Videos. Weil eure Eier so klein waren, habe ich das geklärt. Und dann hatte ich und Fahrrad eine Anzeige am Arsch, wo klar war, dass ich für die Kosten aufkomme, weil es meine Scheiße war, die Fahrrad und ich da fabriziert haben, weil es für Tim war. Wo aber Fahrrad trotzdem eine Anzeige laufen hat und auch palavert und ich und Fahrrad total palavert. Wenn du mir dann erzählst, wir haben gerade Schulden, wir müssen jetzt auch Firmen bewerben, die dir schaden, Matthias, weil wir haben Schulden. Ich schäme mich sogar, dir zu sagen, hast du eigentlich diese 25.000 vergessen? Hast du vergessen, dass ich euch Boss-Trafo gebracht habe? Ach nee, das ist ein Boss-Trafo, habe ich gesagt. Ich habe euch Boss-Trafo gebracht. Du sagst, ja, aber das hat ja Philipp geklaut. Ich sag, was habe ich damit zu tun, dass Philipp das Geld geklaut hat? Ihr habt es doch trotzdem durch meine Hand so gesehen indirekt bekommen. Weil jetzt kommt der Witz. Nicht nur, ich habe Kollegen zu denen gebracht. Hä? In deinem scheiß Video bei Karl S. sagst du auch noch, du hättest Kollegen zu Karl S. gebracht. Das stimmt gar nicht. Das ist komplette Scheiße, was du erzählst, Tim. Das ist komplett erstunken und erlogen. Kollegen ist aus seinem alten Boss-Trafo-Deal raus, weil du zu Zec Plus kamst und ich und Farid uns mich nicht gerade gemacht haben. Und Kollegen dann natürlich dachte, okay, machen wir alles im Zec Plus Team. Und jetzt kommt der Witz. Nicht nur, dass Kollege mir was angeboten hat, was ich abgelehnt habe und ihr nicht, würde ich auch bis zum Tag des jüngsten Gerichts ablehnen. Ich möchte kein Geld, wenn ich was vermittle. Aber den Deal habt ihr noch verkackt. Ihr habt Kollege ein Jahr hängen gelassen. Der Mann hat wegen euch ein Jahr kein Geld verdient. Irgendwann war dem das zu bunt. Da hat er, muss man auch sagen, Kolle, taktisch uncool. Mir am zweiten Weihnachtstag eine Nachricht geschrieben. Guck mal, ich habe dem Tim gerade eine Ansage gemacht. Das geht nicht mehr. Die machen nichts. Ich gehe mit Boss-Trafo weg. Wahrscheinlich ist das zwischen ihm und Tim eskaliert. Und deswegen hat Kollege mir dann den Weihnachtstag leider versaut. Dann habe ich, müsst ihr euch vorstellen, auf den zweiten Weihnachtstag durchgemacht, nicht geschlafen, wo meine Familie zu Hause saß und mit mir feiern wollte. Und hab mit Philipp, der euch abgezogen hat, diskutiert, mit Kollege und mit dir, Tim, der gerade einen Burnout hatte, wo Philipp und Nico auf dich geschissen haben, wo ich das wieder geklärt habe und Kollege gebeten habe, bitte, bitte, bitte für mich, mach Boss-Trafo weiter bei denen. Nach ein, zwei Tagen Schlichten ist das dann auch passiert. Weihnachtstage, Tim. Weihnachtstage. Dann habe ich was für Kollegen noch rausgehandelt. Beim Boss-Trafo-Deal, glaube ich. Er hat mich was gesagt. Ob ihr ihm das gegeben habt, weiß ich nicht. Ich habe es rausgehandelt. Nichtmals da möchtest du was, brauchst du was. Bis heute nichts dafür. Nichtmals ein Döner. Ich schwöre auf alles. Sogar Essen in Stuttgart. Ich habe für alle bezahlt. Aber kein Problem. Ich dachte einfach, Karl S., Boss-Trafo, dies, das. Diese Jungs, die werden mir loyal bleiben. Mehr will ich nicht. Die sind Zec Plus. Ich esse von Zec Plus. Die essen von Zec Plus. Alles, was ich für die mache, kommt aus reinem Herzen. Alles, was ich verlange, ist Loyalität. Was habe ich Standpunkt heute? Nico will bei Zec Plus für 8 Sekunden Werbung Summe XY und ein Gamers-Only-Deal oder bei Zec Plus weg. Und nur ein Gamers Only Deal, wenn wir das richtig verstanden haben, Nico. Und Nico, noch was. Du wärst schon lange bei Zec Plus weg, wenn es nach Zec Plus ginge. Ich habe dich wegen Nico behalten und weil ich der dummherzige Spasti bin. Hat Tim dir schon erzählt, weil es mir rausgeplatzt ist in der Wut. Ist aber Fakt, weil dein ekelhaftes Verhalten, Nico, kann keiner leiden. Du stellst eine Zec Plus Dose auf einen Mülleimer und lässt das als Zec Plus Posting werten. Die haben bei uns gedacht, du willst uns verarschen. Ich sag, der meint das nicht so, der will witzig sein. Nein, du wurdest schon ekelhaft. Du wolltest schon diese ekelhafte Art. Wieso? Ihr seid so weit von Fitness weg, dass ihr jetzt denkt, schnappen wir lieber woanders. Das Problem ist aber, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Und ich baue eine eigene Fabrik. Hab eine eigene Fabrik.
Also kann bei Sektus keiner sein, der mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die aus demselben Fluss kommen, wenn das Produkt ist, das wirbt. Erkläre ich euch. Dass ihr einen Vertrag habt und ich gar nicht reden müsste, vergessen wir, weil für mich Verträge nichtig sind. Und ich würde mir selber mein eigenes Image gucken, wenn ich sage, pocht auf euren Vertrag. Wisst ihr, was ihr machen würdet? Ihr hättet zu mir gesagt, Schwanz kriegst du eine Gehaltserhöhung, Schwanz wegen den Postings, du hast einen Vertrag. Ich verhandle noch und sage, ja, Gehalt hoch, Postings runter. Ihr sagt, nein, noch gehen wir es ordentlich dazu. Und noch CBD, eine extra Deal mit einer anderen CBD-Firma. Ob die CBD strecken, ist uns egal, wir müssen schnappen. Und wir wollen noch Riegel woanders bewerben und wir wollen noch das woanders bewerben. Aber vor, in eurem eigenen Sektplus-Shop habt ihr an CBD verdient, an Riegeln verdient und an Headshot verdient. Wird der Sektplus-Shop jetzt richtig Geld noch abwerfen, würdet ihr sagen, ja, das ist die Sektplus-Produktpalette. Weil ihr jetzt aber schnappen wollt und wollt ihr die Produktpalette plötzlich die Rosinen rauspicken. Nee, nur noch Bodybuilding. War der Deal bei Sektplus, dass du nur Eiweiß bewirbst, aber Riegel und Booster von einer anderen Firma? Vielleicht, wenn einer jetzt zu mir käme, ein Fremder, der schon einen Riegel- oder Booster-Deal hat, wäre das vielleicht eine andere Verhandlungsstrategie. Aber du bist doch gekommen. Du hast doch Geld von Sektplus genommen durch CBD-Einnahmen. Du hast doch im Shop Geld mit CBD und mit Boostern verdient. Aber wenn du dem Shop diesem komischen Christian Deg abgibst, weißt du, wieso ist der komisch, Christian? Weil Tim mir gesagt hat, du hast Karl S. alles gezinkt. Und wenn das stimmt, Christian, will ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Dann bist du auch ein falscher 50er. Auch wenn du mein Fan bist, wer Karl S. irgendwelche Infos steckt. Okay. Versteht ihr? Wenn es für die beiden gut ist, an alle mitzuverdienen, dann verdienen die mit. Wenn die Gewinn machen mit Bostrafo, denken nicht mal an ein Posting extra. Ich rede nicht von Prozente. Ich will keine Prozente von euch dafür. Nix, bevor es einer falsch versteht. Ich hätte erwartet, dass ihr in der Corona-Zeit oder in der Zeit, wo ihr nicht gepostet habt, weil ihr Schulden hattet, nicht weil wir nicht bezahlen können. Wir haben euch nicht mehr vertraut. Und zu Recht. Ich habe gesagt, ich zahle doch nicht für Postings, wenn ihr noch Schulden habt. Das ist ja unlogisch. Und ihr wolltet bis zum Tag des jüngsten Gerichts, dass wir zahlen, während ihr Schulden habt. Und zu Recht habe ich euch nicht vertraut. Ihr hättet eure Schulden niemals im Leben bezahlt, wenn ich euch noch überwiesen hätte. Was für ein dummer Affe überweist denn Geld, wenn der andere einem in derselben Dings Geld schuldet. Wisst ihr, was da die Ausrede war? Nee, Shops sind ja zwei GmbHs. Du hast ja nur eine. Dir schulden ja zwei GmbHs Geld und dir nur eine. Ich sag ja, beide GmbHs gehören aber euch. Oder nicht? Ja. Okay, dann schulden wir uns gegenseitig Geld. 6 Monate mussten wir darüber diskutieren. In der Zeit kein Posting, nix. Angeblich hat Tim ein paar gemacht für Tobi, ich weiß es nicht. Interview für mir, kein Posting, nix, gar keine Hilfe. Obwohl ihr wusstet, ihr schuldet uns 80.000, wir haben einen halben Monatsumsatz von Amazon verloren. Normalerweise hättet ihr sagen müssen, wisst ihr was, wie Soldaten für alles, was du getan hast, wir posten kostenlos. Aber bitte, Matthias, wenn wir Probleme haben, denk an uns. Ich schwöre bei Gott, ich soll ein Hund sein, wenn ich umfalle. Hättet ihr das so gemacht, ich hätte jetzt zu euch gesagt, ihr habt Schulden, ich helfe euch komplett. Das hab ich sogar gesagt. Ich habe gesagt, ich würde es euch sogar geben, wenn ich es gerade hätte. Aber ich selber Corona-Krise. Und ich habe euch gesagt, guck mal, ihr kriegt einen extra CBD-Deal und ihr kriegt einen extra Gamers-Booster für euch und dann verdient ihr lebenslang Geld. Was ist die Antwort? Ja, Nico will die Schulden so schnell wie möglich weg haben und Gamers only zahlt Vorkasse. Ich weiß gar nicht, worüber wir hier reden. Und mir fällt gar nicht ein, wo ihr noch überall reingeschissen habt. Aber erinnert euch dran, bei Schulden, wo ihr mir Geld geschuldet habt, waren es 2 GmbHs. Wo wir 50-50 beim Anwalt gemacht haben, wegen 1000 beschissenen Euro, die für euch nix sind, nix, die Nico am Abend verballert, wenn er mit irgendwelchen Mädels feiern geht, macht ihr Film. Obwohl ich schon halbe mache und nicht eure 2 GmbHs anrechne, wie ihr mir das anrechnet. Was juristisch korrekt gewesen wäre, wo ihr auch jeden Anwalt fragen könnt. Wenn der da so ein Ding macht für 3 GmbHs, zahlt jede GmbH 30% oder 33%. Ich sag schon, nein, wir holen 50. Da macht ihr mir einen Film, da rufst du mich nachts um 1 Uhr an. Und als ich mit dir geredet habe, in diesem beschissenen 8-Stunden-Gespräch, Tim, sagst du mir,
Der Nico, der wollte kein Gamers ohne Deal angeboten bekommen. Das war, weil Murat sagte, ihr habt kein Geld gerade. Du hast mit Murat niemals sagen, wir handeln so einen Deal. Wir haben kein Geld für den. Ist ja totaler Schwachsinnshandel. Dann hält man einfach raus. Irgendwann sagt, komm, lass uns trennen. Und Punkt B, das ist einfach Schwachsinn. Ich habe auch Murat nicht angekackt. Murat sagt, ich habe das nicht gesagt. Und ich glaube es auch, dass er es so bestimmt nicht gesagt hat. Vielleicht habt ihr da irgendwas wieder verdreht, wie er es die ganze Zeit macht. Denn nämlich komisch, ne? Als so Malik mit euch redet, der die History kennt, da hören wir erstmal die Wahrheit. Auf jeden Fall, was würde ich sagen, das ist so viel in meinem Kopf und so viele Emotionen, ich komme gar nicht auf den Punkt, aber es sind so viele Punkte. Shop, dies, das, GmbH. Auf jeden Fall, ja, fahren wir neue Punkte fort. Boss, Trafo, heute kommen wir da zurück. Kollege wollte raus, Tim, und hat dir eine üble Nachricht gemacht. Ich, Nick, dem geht's nicht gut, dies, das, tralala, geklärt. Okay. Bis heute keine Dankbarkeit. Einmal hast du was gesagt, ja, beim Wolfsbeef. Ich würde dir gern helfen, aber ich will da jetzt nicht. Ein anderes Mal helfe ich dir gerne. Du hast mir 1000 Mal meinen Arsch gerettet, aber jetzt geht gar nicht. Ich habe gesagt, Tim, ich frage schon nie wieder, kein Problem, ist auch nicht schlimm. War auch besser so, weil das, was ich geplant habe, dass du eine Reaction drauf machst, wäre albern gewesen. Aber egal, ich war da so in Wut auf Wolf gerade. Da auch, was der mir letztens sagt. Ich sag dem, ey, der Wolf hat Zitronen, ich hätte ihm groß von ihm bedroht, der lügt. Dann sagt Tim, ja, das ist echt scheiße, ich habe guten Kontakt zu dem. Und da lügt er echt, ich denke mir, du hast guten Kontakt zu dem? Ein Typ, der bei mich eine Akte erfunden hat, ein Typ, der erzählt, ich hätte ihn bedrohen lassen, was alles stunk und erlogen ist, und ein Typ, der Leute abzieht im Internet, mit dem hast du Kontakt. Ich dachte mir schon, was bist du für ein Typ? Was deine Rechtfertigung? Ja, Matthias, du bist halt überloyal und dies und das. Guck mal, Leute, beide, kein Problem. Ist kein Problem. Wenn ihr nicht diese Loyalität habt wie ich, ist ja kein Problem. Bei mir gibt es halt nur 0 oder 100. Bei euch gibt es halt auch 30% Freundschaft. Ist doch okay. Aber dann sagt mir das 2015, wo ihr kommt und um meine Hilfe bittet, und nicht 2020, wo ihr mich in den Arsch gefickt habt, nachdem ich mich 5 Jahre für euch gerade gemacht habt. Gerade gemacht habe. Versteht ihr? Wenn ihr eine offene Beziehung wollt, dann sagt der Frau, ich will fremdgehen, du darfst fremdgehen. Aber dann heuchelt mir nicht Loyalität vor, dass ich todloyal bin, mir Anzeigen für euch fange. Mich so gesehen, wenn man das so ganz hart sieht, strafrechtlich, eigentlich hätte auch von Karl S. für die Bedrohung hätte angezeigt werden, weil eine Nothilfe ist das eigentlich auch nicht gewesen. Wenn Karl S. dich per Voice mehr bedroht, dann musst du zur Polizei gehen. Es ist eigentlich nicht mein Recht, ihn dann zu bedrohen und sagen, ich hau dir auf die Fresse, wenn du Tim anpackst. Das ist moralisch okay und dazu stehe ich auch, aber es ist dennoch eine Straftat. Hab ich gemacht. Habe ich nicht rumdiskutiert. Auch zwischen meinem Kollegen damals im Bostrafo. Das habe ich doch auf meinen Nacken geholt. Und ich sag auch ganz ehrlich, wie gesagt, ich hatte mit Kolo und Farid, wegen, das war auch wie ein Gaming Booster, das weiß ja jeder, wie gesagt, da war aber, die haben eine Ausrede. Ich war auch sauer auf die Jungs. Wieso? Weil deren Manager hat für deren Gaming-Team den Deal eingesagt. Ich habe gesagt, das geht nicht, Jungs. Ihr macht indirekt Werbung dafür. Und wir wollten uns dann irgendwie einigen, dass nur die Gamer das machen, aber nicht die beiden Rapper. Kollege und Farid wollten sich auch einigen. Farid mehr als Kollege, sag ich mal, weil Kollege war da mehr geil als das Gaming. Und wir haben 3 Monate darüber diskutiert, wie wir das klären, dass Farid und Kollege nur Sekt Plus sind und nur die Gamer von denen maximal Level Up machen. Und wir hatten 1000 Ideen, zum Beispiel das Level Up bei Sekt Plus produziert. Und dann wäre es okay, weil ich habe gesagt, es geht mir nur um die Eiweiß-Authentizität. Aber das war so viel Kopfschmerz damals, dass wir uns dann darüber verstritten haben, richtig? Farid, Kollege und ich. Dann wieder ausgesöhnt haben, aber gesagt haben, jetzt hier nicht so weiter. Und ich gesagt habe, solange es JBG Gaming gibt, möchte ich, das habe ich Kollege gesagt damals, kein Deal mit euch. Es geht nicht und wir haben uns auch verstritten und so und keine Ahnung. Und dann haben wir uns getrennt mit den Worten, vielleicht irgendwann mal wieder. So ungefähr war das. Und ja, ich war da sehr sauer. Und ja, da habe ich Farid vielleicht ein bisschen auch was falsch gemacht, weil ich war da sehr radikal. Ich war sehr, sehr wütend wegen dem Gaming-Deal. Ich habe das halt als für mich als unkorrekt wahrgenommen. Die haben das so gesehen, wie das sind nur unsere Gamer, wir haben nur ein Gaming-Team. Ich habe gesagt, auch eure Gamer müssen Sekt Plus sein, weil ich war mit auf JBG-Tour. Ich sponsor euch seit Tag 1, wir sind Brüder, wir sind Freunde. Wieso? Die sagen, ja, der Manager hat halt den Deal gemacht, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. War auch wirklich so. Aber ich habe es trotzdem übel genommen. Und im Nachhinein
dann auch radikal mich verhalten zu der Zeit. Im Nachhinein aber auch Sachen bei mir eingesehen. Also jetzt Fahrrad gegenüber zum Beispiel. Und wir haben uns vertragen, weil es ja wirklich der Manager war. Und ich habe mich auch mit dem Manager verworfen und richtig zerstritten in der Zeit, weil er ist ja auch schuld. Aber da habe ich auch dann Fahrrad dem Kollegen ein bisschen die Teilschuld gegeben. Mag vielleicht auch falsch gewesen sein. Da gibt es welche, die sagen, Matthias ist recht, der andere ist ja auch scheißegal, ne, wie das war. Die Sache ist geklärt. Die Sache ist durchgeklärt. Aber der Witz ist, ne, A, damals bei Bostrafo habe ich bei Kollega, mit dem ich super dran war, eine Sache auf mich genommen, die du gemacht hast, Tim. Damit er mit dir weiterarbeitet, du weiter viel Geld findest. Weil Kollege kann überall mit Bostrafo Geld finden, der braucht dich nicht. B, als du, Nico, auf mich geschissen hast letztes Jahr, weil du Shopschulden gehabt hast, deswegen es posten wolltest und ich mit Fahrrad halt noch diese bisschen Luft hatte, sodass ich nicht jetzt jeden Tag interveniert habe oder halt keinen Kontakt, sage ich mal, obwohl die Sache eigentlich auch schon wieder geklärt war, rufst du mich an, weil du irgendwie zu dem Jungen zu Fahrrad frech wurdest und der Fahrrad dir die Fresse polieren wollte oder so. Oder was da war. Ne? Diese Voicemail habe ich ja nie gehört. Die hast du ja in Berlin rumgeschickt, ob einer das für dich klären kann. Ekelhaft auch. Ekelhaft, dass du Dritte einspannst, um mit Fahrrad was zu klären. Ekelhaft auch, dass du zu mir kommst. Wenn du frech warst, entschuldige dich. Sag Entschuldigung, Fahrrad, es tut mir leid, ich war frech, ich bin ein Hund und hoffe, dass er nichts macht. Er hat dir auch online nichts gemacht und er hat dir wahrscheinlich auch nicht auf die Fresse gehauen. Also bist du nochmal gut davon gekommen. Jetzt kommt aber der Witz. Die beiden Schleimer, die beiden Scheißer, Tim und Nico, wissen ja damals, dass ich mit Fahrrad und Kollege dieses Problem habe. Weil das war ein längerfristiges Problem, weil wir haben probiert, das zu lösen. Da sind auch ein paar Sachen passiert. Ne? Ich will jetzt, weil nicht die Leute sagen, ja, du warst zu Unrecht sauer. Nein, nein, da gab es auch Punkte, wo ich zu Recht sauer war, dass das nicht okay war. Und so ist das manchmal. Aber die beiden haben eine Ausrede. Die sind halt wirklich in diesen Deal reingerutscht, weil dieses Wordpin Gaming irgendwie da drin war. Ne? So. In dieser Verhandlungsperiode aber über JB Gaming sagen mir Tim und Nico, und ich bin ein Hund, wenn ich lüge, trenn dich von den beiden, scheiß auf die, die sind unloyal. Sagen auch dabei, aber wir machen Bostrafo weiter, das ist ja nicht unser Freund, das ist ja nur ein Business. Ich sag, mach Bostrafo weiter. Jetzt wollt ihr aber bei Gamers Only, ohne Ausrede, ohne Gaming-Team, ohne dass ein Manager das gemacht hat, nein, ihr beide, auch nicht Deutsch möchte das. Und diesen Manager, den mag ich auch immer noch nicht. Ne? Mit dem wird bestimmt auch nicht mehr gut, weil wir haben uns zu sehr verworfen. Aber ich will es auch nicht mehr thematisieren. Ist einfach für mich an ACTA gelegt. Scheiß drauf. Über den lästert ihr doch auch jeden Tag. Wo ist denn eure Stabilität? Was hetzt ihr mich denn auf die? Aber ihr macht jetzt dasselbe ohne Ausrede mit Gaming-Team. Hm? Wo ist denn eure Ausrede? Ihr wollt einfach nur rumschlampen. Weil wieso mein Vater und Kollege das glauben kann, ne? Vater und Kollege haben dann gesagt, sie verzichten auf ihren Anteil von NotBeer Gaming. Nur die Gamer sind bei Level Up. Aber da war die Kuh schon in den Brunnen gefallen. Da haben wir uns schon so darüber verstritten, weil ich so verletzt war, dass überhaupt irgendwas mit NotBeer Gaming da ein anderen Supplement ist und so. Wir hatten da Meinungsverschiedenheiten. Kolle und der Manager sahen das nicht so eng. Ich sah es sehr eng. Farid war so hin und her. Aber Farid, und das Schlimme ist, mit Farid habe ich mich am meisten gestritten, weil das mit Familie dann persönlich wurde, weil wir echte Brüder sind und auch Brüder waren, Brüder sind und Brüder sein werden. Und Farid und ich sind auch wieder gut, aber sogar wenn nicht, wir uns nie wieder sehen sollten, weil unsere Wege sich getrennt hätten, bis zum Tag des jüngsten Gerichts wieder ist Farid mein Freund. Und wenn er sagt, man ist jetzt nicht mehr mein Freund, dann bin ich traurig, aber er ist mein Freund. Und wenn ich ihn jetzt morgen aufhöre zu rappen, und trotzdem alles, was passiert ist, wird er eine Einladung zu meiner Hochzeit bekommen. Ne? Und sogar spätestens, wenn diese ganze Business-Scheiße vorbei wäre und die Dritten alle nicht mehr im Game sind, würde ich ihn anrufen und sagen, lass mal wieder chillen jeden Tag. Weil das ist echte Freundschaft. Ihr beiden habt mir aber gesagt, Gaby Goining, schmeißt die raus. Jetzt aber sagt ihr, wir wollen einen Gamer-Stil neben Sek Plus. Viel, viel schlimmer also noch, wofür ich mich mit Fahrrad und Kollege verstritten habe. Und jetzt noch was. Wer seid ihr, dass ich euch das erlaube, wo ich bei Fahrrad und Kollege, wo es das Gaming-Team war, mich verstritten habe? Weil ganz ehrlich, die Freundschaft mit euch, Tim, ich liebe dich zwar wie einen kleinen Bruder, aber wie einen kleinen Bruder. Fahrrad ist mein echter Bruder, auf Augenhöhe. Auch heute noch, oder in der Zeit, wo ich Fahrrad nichts zu tun habe,
habe ich ihm 100% vertraut. Und Kollege ist auch mein Freund. Und mit Kollege habe ich auch viele Verbindungen, die auch nie abbrechen werden. Wie mit Farid auch übrigens. Ne? Beide habe ich Verbindungen, die nie abbrechen werden. Das alles wisst ihr, aber trotzdem Öl ins Feuer gegossen. Aber Boss-Trafo-Geld hat euch die ganze Zeit geschmeckt. Ne? Von Kollegas Geld und dass ich euch das geholfen habe, dass er es mit euch macht und als er nicht mehr mit euch wollte, weil ihr verkackt habt, auch geholfen habe. Hm. Und bei Farid, wo im Oktober du, Nico, immer noch wusstest, hier liegt vielleicht was in der Luft, du mich aber moralisch unter Druck setzt, du hast Angst vor Farid und ich soll das für dich klären. Also, hast du jetzt nicht wörtlich gesagt, aber was ja Fakt ist, ich denke mir so, will der mich verarschen? Macht gar nichts für mich, ist undankbar, macht Filme, weil Nico macht schon seit einem Jahr Filme und macht schon immer Filme. Und Nico hat schon immer Kontakt mit Karl S. Guck mal, Nico, ich bin kein Spasti und ich bin auch kein Otto und ich habe auch meine Kontakte. Und das hat mich 2 Telefonate gekostet zu wissen, was du mit Karl S. geredet hast. Wort für Wort, ohne mit Karl S. zu tun zu haben. Und ich hasse ihn. Und ich sage nochmal, ich hasse Philipp und ich hasse Karl S. Und ja, die haben euch abgezogen. Aber wisst ihr was? Ihr habt einfach von denen gelernt. Ihr seid wie diese Leute geworden. Diese Leute, die euch gefickt haben, haben euch das beigebracht, wie man sein muss in dieser Welt. Und egal, wie schön du das verpackst, Tim, und wie du mir das erklärst mit Schulden, ich verstehe dich. Aber du willst dem 6 Plus Image schaden für Geld. Als ich Schulden hatte, oder Probleme letztens mit Amazon, gab es aber nichts, was ihr extra gemacht habt. Habt ihr nicht viel geholfen. Und wenn ihr 4 Hochwäsche gemacht haben solltet, die nicht bezahlt wurden, für das, was ich alles gemacht habe, lächerlich. Und ich sage euch auch, ich habe dann heute Nacht nachgedacht. Wieso war der Z-Plus-Schwanz jahrelang gut und jetzt nicht mehr? Logisch. Beide nicht mehr in der Fitnessszene. Beide keine Probleme mehr mit Leuten. Braucht man Z-Plus nicht mehr. Und das zeigt mir ein Muster. Das zeigt mir das Muster. Jedes Dank hätte ich mir in den Arsch stecken können. Jedes, wie korrekt ich doch bin, kann man sich in den Arsch stecken. Ist einfach nur ein Muster. Man braucht Matthias nicht mehr. Man braucht sich bloß nicht mehr. Man wird ekelhaft. Man ekelt sich raus durch Ekelhaftigkeit, wie Nico das macht. Und auch Nico, ne, du Schwanz, wo wir eine Konferenz machen vor 3 Monaten, um Shop nochmal zu klären. Für euch, nicht für mich. Ich brauche diesen Shop nicht. Für euch. Wir sitzen in ganzer Runde. Ich sitze mit meiner ganzen Runde Skype und sitze so in der Ecke. Auf beleidigt. Ich sage, ey Nico, wo drückt der Schuh? Alles gut? Alles gut. Kein Wort fällt von dir. Nicht mal ein schönes. CK, erwachsener Mann, hat gut geredet. Nico, der Tim, hat gut geredet. Ich dachte eigentlich, wir helfen euch bei Shop, wir machen einen neuen Deal und werden glücklich. Dass ihr mich mit Gamers Only in den Arsch ficken wollt und von der ganzen Welt blamieren wollt, wusste ich ja nicht. Das einzige Wort, was von Nico fällt, ist, da war gerade diese Monte-Sache offen, wie kann man das mit Monte denn klären? Kann man das nicht offline klären? Ich denke mir, das mit Monte ist offen. Mit Monte ist geklärt, ne? Was hat der Nico mit Monte? Wieso will der das klären? Das sind die gute Freunde. Ich guck Monte, Nico. Ich sehe, okay, die streamen zusammen. Aber der Nico ist nicht so ein guter Mensch. Hm. Nico, scheiß drauf, ob ich Monte disse, habe ich mir gedacht. Macht doch gar keinen Sinn. Ich wusste doch nicht von Gamers Only bei Nico, ne? Pass auf. Ich denke, ich bin krank, Leute. Ich merke mir alles, ich gucke alles, ich bin ein Spion, ich gucke nach. Versteht ihr, was ich meine? Damit ihr, gerne bin ich krank. Und für alle, die unloyal sind, die kriegen auch nur noch diese kranke Seite ab und nicht mehr die gutherzige. Ich gucke alles, ich denke, wieso, diese Monte-Sache war ja nicht so groß. Wieso will Nico diese Monte-Sache löschen? Ich denke, vielleicht mag der Nico den Monte. Ich denke direkt, kann nicht sein. Ich habe so viel für Nico gemacht, ich habe einen Schwanz bekommen. Wie soll der Monte helfen? Ich denke, okay, er braucht Monte für Reichweite. Ne? Er braucht Monte für Reichweite. Dass er jetzt da, das einzige Frage, total abgefuckt, wieso fragt er nur das, wie man das klären kann? Ich sage ihm, den Monte sich einfach online entschuldigen. Telefonieren bringt ja nichts. Aber egal. Hat Monte später gemacht, Respekt an Monte. Ich will auch kein Fitness zwischen Nico und Monte machen, ne? Stream weiter, seid Freunde. Nur Monte, misch nicht in dieses Thema ein. Das auch an jeden. An jeden Reaction-YouTuber. Wenn ihr das hier reactet, ist mir egal. Wenn ihr hier sagt, ich lüge, oder den beiden helfen, ob das eure Freunde sind, ich schwöre bei Gott,
Ich schwöre bei Gott, wenn die Wahrheit ist und hier jemand einfach einen Reaction macht, sagt, das ist ein Spaß, kein Problem. Wenn die den Schutz nimmt, wir machen trotzdem kein Problem. Vertret hier eine Tatsache und mich als Lügner darzustellen, weil nur das können die beiden jetzt noch tun. Ich schwöre bei Gott, ich pack alles aus über die beiden, alles, alles, alles. Und der Typ, der für die lügt, den rasiere ich auch komplett. Und dann noch ganzen YouTube-Spastis. Der Unterschied zwischen euch und mir ist, ihr habt alle Dreck im Keller, weil ihr alle Freundschaften pflegt, die keine sind, und alle Schlampereien macht. Ja? Und wenn es nur das ist, was ich auspacke, dass ihr Schlampereien macht, packe ich das aus. Und wenn es nur Dinge sind in eurem Content, wo ihr euch widersprecht, dann mache ich die Reactions, wie ihr euch widersprecht. Und klebt an eurem Arsch. Nehmt ihn Schutz. Ihr mögt die dies, das, ihr mögt mich nicht, kein Problem. Aber mischt ihr euch hier irgendwie intern ein oder macht so einen Film, wie dies da gemacht haben im KS, wieder mit Lügen, mal Lügen, dann drehe ich komplett durch. Dann werde ich einen richtigen Film auf alle machen. Und an euch beiden Kleinen, haltet besser die Fresse, schweigt das Ding hier tot, nimmt das so und verpisst euch von Sek Plus. Nochmal, euer Vertrag hier, das ist euer Vertrag. Ihr müsst nichts kündigen bei mir. Das ist euer Vertrag. Ah, Melatonin darf ich jetzt nicht nehmen. Was kann ich hier runterstocken? Egal, hier, das ist euer Vertrag. So, das ist euer Vertrag, den ihr eigentlich kündigen müsstet bei einer deutschen Firma. Wenn ihr bei einer deutschen Firma wärt, die würden einfach sagen, was für Gehaltserhöhung, was für dies, was für Games Only. Ihr habt einen Vertrag, Nahrungsergänzungsmittel, macht ihr noch ein Jahr und im Jahr würden sie sagen, ciao, Kakao. Eure Kumpels, Julian Zietlow, Flying Uwe wurde übel, die hätten gesagt, hier ist ein Vertrag. Fragt Kevin Wolter, hat Neosubs auch zu Kevin Wolter gesagt. Und das ist euer Vertrag, ihr müsst nicht kündigen. Das ist euer Vertrag. Schickt mir keine Kündigung. Mit mir hat man einen Handschlagvertrag oder gar keinen. Denn wenn es nach Vertrag geht, Nico, müsstest du jetzt ein Jahr zu der Gage von letztem Jahr deine Postings von letztem Jahr machen. Aber in Sektology wollen wir keinen haben, der nicht möchte oder eine Schlampe ist. Jetzt kommen wir zu Montana Black und Dings. Wieso in dieser 3-Stunden-Skype-Konferenz über euren Deal und euren Shop, wieso haben wir eine 3-Stunden-Skype-Konferenz gemacht, wenn ihr jetzt, Malik, heute sagt, ihr wollt Matthias in den Arsch ficken? Und Malik hat euch gesagt, guck mal, das ist nicht korrekt. Nico, ich will die Malik, Nico will ich eh nicht haben. Ich merke, der will nicht zu der Plus. Tim, du willst zwar, aber dass du Rosinen pickst aus der History, die du mit Matthias hast, ist nicht korrekt. Ruf Matthias an. Dann hat Tim angerufen. Aber ich kann, Tim, ich kann nicht mehr dran gehen. Ich muss kotzen, wenn ich dran denke, mit euch so zu verhandeln, weil ich mich verarscht fühle und deswegen sitze ich hier. Aber kommen wir zu meinem Tamerfleck. Ich denke mir, 3 Stunden sagt der Nico kein Wort und will diese Gamers Only Montana Pleckkuh vom Eis haben. Ich denke Loyalität. Loyalität kennt Nico nicht. Also braucht Nico Montana Pleck zum Streamen. Okay, er braucht ihn. Das ist mir ein Punkt 1. Dann, ich gucke mir Videos an, ich gucke durch. Und dann denke ich so, die kennen sich doch schon länger. Der Monte hat auch schon früh mit Nico Videos gedreht. So, denke ich. Okay, die sind doch Freunde. Der Nico meint korrekt, der will die Kuh vom Eis haben. Einfach zwischen mir und Monte. Aber dann denke ich, okay, aber wieso will er, dass ich Monte anrufe? Monte muss ich doch online entschuldigen. Und denke ich, ja, okay, weil der Monte das will, dann muss der Monte also Nico angerufen haben. Ich gucke noch ein paar Videos. Ich sehe, okay, die waren echt Freunde. Monte könnte Nico angerufen haben. Aber dann denke ich, okay, ist auch unlogisch. Weil der Monte kennt mich. Dann ruft er mich doch an. Der Monte ist erwachsener Mann, Nico ist kleiner Junge, der Monte ruft Nico an. Macht ja auch keinen Sinn. Das ist so, der hat jetzt nicht 7 Stunden gedauert, ne? So gucken, denken, ne? Dann denkst du, ich Idiot. Die haben doch Anspielungen gemacht in der Skype-Konferenz, Produktkategorien. Monte, Gamers Only. Wenn ich Monte weiter disse, fick ich Gamers Only, wie ich Level abgefickt habe. Ich, Handy auf. Guck ich mir, wem folgt denn Nico so? Werden wir kennen aus der Historie des Videos und was Aztas mit ihm gemacht, also ihm gesagt haben, der Nico ist so ein Folgefreund. Ich guck Nico. Ich mach das jetzt hier live, ne? Ich guck Nico. Ja, Inscope heißt der Spasti. Okay, ich guck. Ich gehe so durch. Bla bla bla. Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Ich guck. Gucken wir mal bei Gamers Only. Ich gucke Gamers Only. Das ist so, kennt ihr das? Ihr seid so unterbewusst. Das Unterbewusstsein sagt euch, da stinkt was. Ich gucke Gamers Only. Folgen, 5 Schritte. Inscope 21. Guck mal, Inscope. Das habe ich gesehen nach unserer Skype-Konferenz. Die folgen dir schon lange.
Natürlich, natürlich. Niemals im Leben würdest du mich um was bitten ohne eigenen Vorteil. Du wolltest nicht Monte schützen. Du wolltest nicht zwischen mir und Monte schlichten. Gamers Only war im Raum. Und im Video habe ich ja gesagt, bei Monte, Monte, mit dir ist alles cool, du kannst nicht, aber Gamers Only, euch, wenn ihr Film macht, rasiere ich. Nicht Monte hat Nico gebeten, mir was zu klären. Nicht Nico wollte was Freundschaftliches klären. Nein, Gamers Only. Gamers Only. Geld von Gamers Only. Es ist scheiße für Nico, wenn der Beef mit mir und Monte sehr lange geht, weil dann Dreck auf Gamers Only fällt. Sollte der Monte diesen Beef auch deswegen beendet haben, ist das kein Problem. Und nicht, weil ich bei dir blase, Monte, mach dir keine Sorgen, das haben wir ja schon mal geklärt, ne? Sondern du bist ja nicht bei Sek Plus. Du bist mir, außer dieser Entschuldigung, zu meiner, dass ich ein Lügner wäre, warst du mir nicht schuldig. Aber Nico, der denkt sich ja, ich habe ein Angebot, der wisst ihr eh schon, das kracht am Schluss. Und weißt du was, Nico, ich muss schon wieder pissen. Das wird auch zwischen mir und Gamers Only richtig krachen jetzt. Das tut mir leid für alle anderen, aber glaubt mir, Gamers Only, ihr seid auch Schlampen, dass ihr das macht. Mache weiter bei Gamers Only, schon wieder pissen. Man kann das cutten, man muss nicht. Wenn dann war hier ein kurzer Cut, wo ich pissen wollte, wir spulen einfach nur vor. Gamers Only. Dafür, dass ihr bestimmt Monte gezögert habt, aber ich weiß es nicht, egal. Und das jetzt mal Nico macht. Guck mal, bei Level Up, als ich das verkauft habe, kostenlos, da war die Sache eigentlich schon durch mit den Jungs und mit Level Up. Weil der Deal mit den Jungs war, ich diss Level Up. Weil die haben uns entzweit und dafür fick ich Level Up. Weil, muss ich erklären, Farid, Kollege und ich waren bereit, mit Level Up uns zu treffen und irgendwie einig zu werden, dass das aus einer Produktion kommt und mein Image nicht geschädigt wird. Level Up war aber hochmütig und hat frech gesagt, wir setzen es mit Matthias hin, die mir aber vorher mal einen geblasen haben. Und deswegen habe ich Level Up dann zerstört oder halt stark geschädigt. Und da habe ich 20.000 Dosen früh rausgehauen. Und Gamers Only und Nico, ich sage euch jetzt eine Sache. Also Nico, du bist eh bei Zyklus raus, Tim, du auch. Aber ihr könnt trotzdem zu Gamers Only gehen, das ist für mich ja kein Problem mehr, ihr seid ja raus. Aber natürlich werde ich mich revanchieren. Und damit hier verkündet, lebenslang wird, sobald der erste Post kommt, werde ich Gamers Only kopieren und lebenslang for free verkaufen. Ich werde, sagen wir, Einkaufspreis plus, sagen wir mal, 10% Unkosten. 50 Cent schlage ich auf den Einkaufspreis drauf, damit Sek Plus nicht komplett, oder ich mache komplett kostenlos. Ich überlege es mir dann. Ich mache das mit den Zektologen zusammen. Ich sage zu den Zektologen, seid ihr bereit, 50% zu zahlen, damit ich nicht komplett Minus mache? Oder muss ich lebenslang Minus machen, um jemals um zu ficken? Und wenn die Zektologen verlangen, du musst Minus machen, um zu ficken, dann mache ich Minus. Das ist meine Währung, Nico und Tim. Versteht ihr? Ihr geht für Geld, ich scheiß auf Geld. Ich scheiß auf euer Geld. Ich scheiß auf Gamers Only Geld. Ich scheiß drauf, dass alle nur noch Gamers Only kaufen bei mir und sonst nichts. Sollen die das kaufen? Sollen die nur noch diese Kacke kaufen und ich verdiene nichts dran? Hauptsache, ich zeig euch beiden, ey, mich nutzt man nicht aus jahrelang und fickt mich dann. Mich nutzt keiner aus jahrelang. Ich guck einmal weg, zweimal weg, dreimal weg. Ja, vielleicht doch mal viermal, aber irgendwann reicht's. Und das gilt auch für jeden anderen. Der Nächste, der mich ausnutzt, den rasiere ich auch ab. Und eigentlich sehen wir jetzt langsam durch nach 1 Stunde 30. Das guckt eh keiner so lange, obwohl da viele Infos drin sind. Aber ich sage euch ganz ehrlich, alles gelogen. Ich zerstöre hiermit auch meine eigene History ein Stück. Aber ich habe ja immer geglaubt, ich mache das Richtige. Und ich habe bestimmt auch bei KLS das Richtige gemacht. Aber das Richtige für die falschen Personen. Für die falschen Personen. Auch das Schlichten mit Bostrafo ist ganz normal. Ist der bei Sek Plus und der bei Sek Plus, ich schlichte. Das habe ich immer gemacht. Dafür wollte ich nie was haben und will ich auch niemals was haben.
immer nur Loyalität. Aber ich habe einen Schwanz bekommen von euch beiden statt Loyalität. Das, was ihr mir geben wollt, ist ein Schwanz. Und ob ihr gerade Schulden habt, ich verstehe das. Aber ich hatte auch schon Schulden. Und ich habe auch Corona-Schulden. Und ich habe euch gesagt, ich mache euch einen Gaming-Booster. Aber ihr müsst langfristig. Langfristig kann ich euch helfen, noch Schulden abzuarbeiten. Euer eigenes Argument ist, ja, wir wollen kurzfristig. Ihr wollt nicht kurzfristig. Ihr wollt schnappen. Ihr wollt einfach, ihr habt euch von SEKPLUS aufbauen lassen. Ihr habt die Rapper genutzt. Ihr habt mich genutzt. Und jetzt bringt Verrat mehr Geld. Also, wollt ihr verraten. Und meinst du, ich check eure Politik nicht? Dass du Tim auf Nico schiebst und du Tim nur für Bodybuilding bei SEKPLUS bleibst, aber Nebendeals machen willst? Dieses, wir füttern Matthias Clemens ein bisschen. Guck mal, seid Männer, sagt, guck mal, wir haben dich ausgenutzt, wir verpissen uns. Dann sage ich, okay, verpisst euch. Dann hätte ich nur einen Post gemacht, danke für nix. Aber nach diesem Film, den ihr seit einem Jahr macht, wo ihr keinen Cent Schulden abbezahlt habt, kein Problem auch, aber bei mir, wenn ich nur 1 Euro Post bei euch offen habe, macht ihr Palaver. So, Leute, nochmal, die wollten Postings bezahlt haben in der Zeit, wo die Schulden hatten. Das ist total am Schluss war alles für die Schuld. Alles ist für die Schuld. Und Tim, ich hab's dir gesagt. Ich schwöre auf Gott. Ich schwöre auf Amino und auf mein Leben. Rebelange 2016, als du diese Phase hattest, wo ich dann 2016, glaube ich, auch mit Kollege das schlichten muss mit Bostrafo, wo es dir schlecht ging. Philipp und Nico immer, du bist wie ein großer Bruder für Tim, bau ihn auf, bau ihn auf. Ich habe schon immer aufgebaut. Das gibt Zeugen dafür. Aber irgendwann haben die auch mal so gesagt, ja, dies, das. Matthias, der Tim lässt uns hängen, du weißt, da, dies, das. Bostrafo klappt nicht, da, da, da. Also mit Bostrafo, der Streit war später, ne? 2017. Weihnachten 2016, glaube ich. 2017? 2016. Ja. Weil 2017, 2016 wäre auch egal, aber. Aber der Deal, dass das schlecht läuft mit Bostrafo, wusste ich ja schon vorher. Da haben die beiden mir so gesagt, angeteasert. Und Nico, du Kleiner, wenn du sagst, das stimmt nicht, ich schwöre auf Gott, du lügst. Du und Philipp Deutsch habt angeteasert, Tim, weil Tim schlechte Leistung und so. Und ich habe direkt, ich habe einen Deal mit Tim. Bevor ihr eure Gedanken aussprechen konntet, ich habe einen Deal mit Tim. Das war eine komische Situation. An diesem Tag, ich kann ein Bild noch hier online, hatte Mo von Banger Musik Geburtstag und dann sind Malik und der Rebel Launch raus. Ich hatte, glaube ich, ich könnte jetzt nachgucken bei Instagram, 2016, 2017, wisst ihr dann, ich glaube, ich hatte ein gelbes Nike-Shirt an. Da habe ich mit Malik so ein Selfie gemacht, so in dieser Position, Malik da, ich da. Herzlichen Glückwunsch, Mozart. An diesem Tag war das. Das war der Tag auch, da sind wir nach Köln zurückgefahren, wo wir Phil Bane beim Clown erwischt haben. Deswegen muss das 2016 gewesen sein. Ja, 2016. Phil Bane beim Clown erwischt haben. Da wolltet ihr den Tim aussondern. Ihr habt schlecht geredet, sagen wir mal. Ich direkt, Tim ist mein Mann. Wir sitzen im Auto nach dem Post für Mozart. Fragt Mozart, fragt alle, fragt Malik, ob das stimmt. Sagt der Malik im Auto zu mir, bei uns ist das so, ich bin so ein Typ, wenn ich sitze, lache dies, bin ich erstmal mit jedem gut und erst nachhinein macht mein Gehirn so alle Sätze nacheinander und bringt so die Zusammenhänge. Ne? Also ich habe eine extrem gute Menschenkenntnis, reflektierend gesehen. Ich analysiere oft sehr spät erst, weil im ersten Moment bin ich einfach so in meinem Flow. Malik ist so ein Typ, der reflektiert gar nicht, aber der hat einen sehr guten Röntgenblick für Situationen. Der ist psychologisch, sind wir ähnlich stark, aber verschieden. Ich bin so hinten raus um 18 Ecken und dann fällt mir das ein und das, wie mit dem Game of Only folgen. Und Malik, der riecht scheiße. Und ich bin so ein Typ, ich riech scheiße nie direkt. Wenn von außen schön ist, rieche ich die Scheiße manchmal nicht. Wenn ich immer eine Stunde im Ort sitze, denke ich, das war scheiße. Weil ich dann reflektiere. Weil ich bin so in meinem Film immer. Dann sagt der Malik direkt, hast du das gemerkt? Und ich sage so, nö, was meinst du genau? Ich habe auch schon so im Kopf gehabt, aber nicht so schlimm. Malik sagt, die wollen Tim rausdringen. Die wollen Tim rausdringen. Ich sag noch so, ja, ich glaube, die meinten nicht so. Das ist dieses nicht, wenn ich repetieren muss. Die meinten so, einfach, ich soll da helfen und der sagt, was soll ich sonst meinen? Und dann habe ich so nachgedacht. Mein Gehirn, Nico in Stuttgart, in Köln mit Aztas gedreht, auch über Tim gelästert. Da. Ja, die denken, ich bin Tims Rücken. Die müssen mich auf ihre Seite ziehen. Also jetzt nicht 3 Tage später schon im Auto, ne? Ich würde damit nur sagen, Malik hat es zuerst gerochen.
ungefähr wie die Monta-Aktion mit dem Booster. Hätte der Malek wahrscheinlich direkt gedacht, ach, der Nico hat einen Vorteil von Monte. Und ich habe erstmal geguckt, sind die vielleicht doch Freunde oder nicht. Dann habe ich gesehen, okay, die sind lange Freunde, können doch Freundschaft sein. Dann dachte ich, nee, das reicht Nico nicht für Loyalität. Es muss ein Booster sein. Zack, Game of Only folgt ihm. Zack, Ergebnis. Und heute weiß ich ja, er hat von Game of Only einen Deal von angeblich 230.000, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Auf einmal angeblich. Also ist ja aber auch klar, wenn ich jetzt einen abwerbe, zahle ich mehr, als wenn einer schon 5 Jahre da ist. Wie sagt Unge immer, der Erstkontakt ist der teuerste. Und das wissen noch Tim und Nico. Also haben die bei sich bloß gemolken, gemolken, gemolken. Shop, Shop, Shop. Die wollten auch noch Shop in München machen. Da, da, da. Durften auch alles. Lief nicht, wofür es geklaut hat. Und am Schluss sind immer die anderen schuld. Es ist nur Karl S. schuld und nur Philipp schuld. Sie sind gar nicht schuld. Aber sie, wieso habt ihr nie bezahlt? Was war denn, wo Kevin Wolter, Kevin Wolter war manchmal besuchen. Wir wollten was kooperieren. Sagt der Tim, ist doch geil, wenn der Kevin schon mal den Dreh ist, komm du doch mit dem nach Stuttgart. Ich, Kevin hier, wie sich das gehört, eingeladen, Hotel, Essen, Trinken, ganz normal. Wenn ich in Berlin war, Kevin mich auch eingeladen, ganz normal. Also jetzt nicht zum Hotel, aber er war ja bei Sek Plus zu Gast, der hat ein Video gedreht. Wir fahren nach Stuttgart. Der ist ihr Gast an dem Tag, ich bringe ihn nur. Für mich war klar, ich zahle mein Hotel selber, ist auch kein Problem, ich bin Sek Plus. Ich bin ja irgendwie ihr Sponsor. Sie müssen nicht diese Gastfreundlichkeit haben. Aber Kevin werden die schon bezahlen. Stattdessen bieten die uns an, dass wir in Philipps Hotel schlafen und 400 Euro pro Nacht zahlen. Also, dass wir in die Stadt kommen und unser Hotel bezahlen, ist okay. Aber die wollten, dass wir in Philipps Hotel schlafen und pro Person 400 Euro bezahlen. Also in seinem Hotel, was ihm gehört, wo ein Zimmer einen kaputten Wasserhahn hat und man Wassertropfen hört. Wir legen auf, ich sag, oder ist mir voll peinlich, 400 Euro für so ein Scheißding auch noch, und das gehört denen, die holen Geld, wenn wir in ihrem Haus schlafen, ist ja ultra peinlich. Der Kevin sagt, und wenn Kevin, wenn du sagst, das stimmt nicht, magst du dich auch nicht mehr, weil das muss auf den Tisch. Und Kevin sagt, ja, voll läppsch, ich suche ein anderes Hotel. Der Team ruft nochmal und sagt, ja, ich habe schon reserviert für euch, wollt ihr da hin? Ich sag so, Sia war mit mir, würdest du mit tropfendem Wasser anschlafen? Sie, ja, Bruder, ich will auch nicht, wir will im kaputten Zimmer schlafen. Und ich so, ey, Tim, versteh mich nicht falsch, aber so Zimmer für 400 Euro mit kaputt ist schon so, und das gehört ja euch so, oder Philipp, das ist irgendwie komisch. Tim, ja, dann sagt ihr da ab, mir ist das peinlich. Guck mal, Tim, wenn nur Philipp es wollte, wieso hast du nicht von deinem Herzen gesagt, guck mal, Matthias, Philipp, das Hotel 400 Euro, völlig überteuert, geht ins Maritim, kostet nicht mal die Hälfte. Dann sind wir ins Maritim. Ne? Vor Scham vor Philipp, Kevin Wolter, dass ihr ihm kein Hotel besorgt habt, weil ihr wollt einen Deal mit ihm. Ihr habt ihn eingeladen für einen Deal, also müsst ihr sein Hotel bezahlen. Hab ich sein Hotel bezahlt. Und dann sagt der Kevin zu mir, also zahlst das auch noch. Ich habe gesagt, guck mal Kevin, du warst mein Gast in Trier, ich habe dich hier mitgebracht, das sind meine Jungs, ist kein Problem, ich zahle das. Kevin sagt, boah, wenn du jetzt aber noch ein Essen bezahlst, was die nicht bezahlen, dann sind die echt komische Leute. Was passiert? Sushi habe ich bezahlt am Schluss. Egal. Kevin wollte dann schnell, hat aber echt seine Karte verloren, hat mir danach gesagt, ey Bruder, in Berlin lade ich dich ein, ich schwöre auf alles, das war mir voll peinlich. Am letzten Tag, ich mit Kevin Malek in Stuttgart essen, Kevin übernommen, Berlin, Kevin mich wirklich, wirklich herzlich empfangen, essen, trinken, Shisha, alles. Man hat gemerkt, er wollte sich bedanken für Trier und Stuttgart. Das Ding ist aber, Trier ist ganz normal. Aber Stuttgart, für ihr Deal, jetzt kommt der Hammer. Die machen noch einen Deal mit Kevin. Hören, dass Kevin auch mit mir was bespricht. Sagt der Philipp dem Kevin, wenn du mit Matthias was dealst, ne, dies, das, tralala, dann kannst du mich auch die Verhandlungen laufen lassen. Nicht, dass der dir was Schlechtes macht oder so. Irgendwie so. Der Kevin sagt ihm, guck mal, Matthias, mein Freund, der kann es schon selber machen. Kam nicht zusammen mit Kevin, aber egal. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich bringe den Mann in ihre Stadt, weil die zu doof sind, dem Hotel zu zahlen, ihrem Gast, mit dem sie einen Deal wollen, mache ich das. Dann lassen die mich noch dreist Essen bezahlen oder lassen ihn noch bezahlen. In ihrer Stadt, sie wollen einen Deal mit dem Mann. Ich schwöre, ich habe das irgendwann Malek gesagt. Ich sage, guck mal, wie die, danach, wie die sind. Ist doch voll peinlich. Da sagt der Malek, guck mal, die sind nicht nur geizig, die sind doch noch dumm. Diese 1.000 Euro, die du investierst, investierst du doch, dass die Leute sich gut fühlen und mit dir einen Deal machen. Das ist ja nicht nur Gastfreundlichkeit. Ich sage, ja, stimmt, hast recht.
So sind die Stuttgarter. Und jetzt soll man euch glauben, dass ihr bei Sek Plus doch natürlich todloyal seid, aber unbedingt, weil ihr so viel Schulden durch den fösen Philipp Deutsch habt, müsst ihr jetzt unbedingt 1000 Deals annehmen, die Sek Plus schaden. Guck mal, wieso seid ihr nicht vom Jahr gegangen, als ihr auf uns angewiesen wart wegen Shop? Wieso nicht vom Halben? Wieso diskutieren wir seit 4 Monaten? Wieso fickt ihr seit 4 Monaten meinen Kopf, da ich jetzt so ein Video mache? Hättet ihr mir sogar straight gesagt vor ein paar Monaten, so, wir wollen weg. Hätte ich gesagt, reisen soll man nicht aufhalten. Aber aus der History, nicht okay. Wir hätten uns schon geeinigt. Stattdessen macht ihr Politik, mal Politik mit mir, wollt mich verarschen. Ihr wird mit Hajay, mit mir, mit dem. Treffen sollte es geben mit Tim, Nico und CK. Dann konnte Nico nicht, wir haben verschoben. Am Feiertag, Leute mit Familie haben sich Zeit genommen für die. Einen Tag vorher kriegen wir einen Anruf, ja, Nico kann nicht, bis mir der Faden geplatzt ist und ich gesagt habe, wir reden noch mit Malik. Und was ich dann da höre, dann seid ihr einfach raus. Aber dann dachte ich mir Samstag, nee, ich rede gar nicht mit denen. Meine Antwort ist dieses Video. Kündigung an euch beide. Ja, verpisst euch von uns. Kommt nie wieder, verpisst euch. Und jeder, der mit euch ist, verpisst euch auch. Jeder, der auf eurer Seite steht, verpisst euch. Jeder, der eure Unrecht mitmacht, verpisst euch von mir. Und jeder, der unloyal ist, verpisst euch. Alle verpisst euch. Keiner soll mit mir sein, der ist wie die. Keiner. Und Kevin Wolter ist mein Freund. Wenn der jetzt sagt, Matthias lügt, das war nicht so, will ich mit Kevin Wolter auch nichts zu tun haben. Und wenn sonst irgendeiner, der gerade macht und sagt, der Matthias sagt nicht die Wahrheit, will ich mit denen nichts zu tun haben. Ihr könnt alle mit denen befreundet bleiben. Streamt mit denen, macht mit denen. Aber auf dieses Thema nimmt mir keiner meinen Hack und mein Recht. Da habe ich Recht, komplett Recht. Und ganz ehrlich, auch jede Eiweißfirma, aber die ich hasse, mit der ihr einen Deal macht, die disse ich doppelt so viel. Euch beide, auf euch scheiße ich einfach. Aber die Firmen zersäge ich extra. Egal was wird analysiert. Und glaub mir, ich schwöre auf Gott, gegen jede Eiweißfirma habe ich was. Im Petto, was sowieso kommt. Aber dann kommt noch mehr von Herzen, noch mehr. Und dann die ganzen Eiweißfirmen. Ihr wisst gar nicht, was ihr alles produziert. Ich weiß es besser, denn es gibt da schon die eine oder andere Sache. So, was soll man noch über euch erzählen? Es war nicht alles on point. Es war noch lange nicht alles. Aber es war 1 Stunde 43 Minuten, es reicht. Guck mal, wie gesagt, verpisst euch von mir. Ne? Ruft mich nie wieder an, löscht meine Nummer. Entfolgt mir auf Instagram, wenn ihr das seht. Ich entfolge euch auch, sobald ich das sehe. Geht mir nicht auf den Sack. Ne? Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Nix, ich will noch nicht mit Tränen, Tim. Wie gesagt, am Anfang habe ich das emotional, aber guck mal, ich wurde wütend. Zu Recht in dem Video ist mir das aufgefallen, wie sehr ihr mich verarscht habt, was ihr für spastisch seid. Da ist eins, was ich nochmal sagen möchte. Ich denke und ich hoffe von meinem Herzen, dass Nico dich zwingt, Tim. Weil wenn Nico hat sich sowieso nie bedankt für alles. Es war auch alles für dich, Tim, aber Nico hat immer damit profitiert. Ihr wärt heute nicht da, wo ihr seid, wenn Tim Gabel euch in, wenn Karl S. euch in Hand behalten hätte. Der hätte euch zermürbt. Karl S. war auch nicht so schwach. Ohne Sek Plus hättet ihr gar nichts. Ihr hättet keine Boss-Trafo. Ihr wärt wahrscheinlich noch in Karl S. wie ein Hund. Ihr würdet wie sein Hund immer noch sein Porsche putzen. Ne? Ihr werdet immer noch bei Karl S. am Porsche putzen. Und nochmal, ich bin kein Zuhälter, ne? Dreht die Sache nicht so um wie, ich will euch deswegen lebenslang bei Sek Plus haben, aber nicht so Filme wie im letzten Jahr und nicht irgendeine Unloyalität und nicht irgendeine schwule Scheiße mit Produktkategorien. Denn wie gesagt, vorher haben die euch die Produktkategorien auch geschmeckt, plus nochmal, ich habe für jedes Produktkategorie ein Gegenangebot sogar gemacht, damit die loyal bleiben können. Und dann habe ich mich mit Tim geeinigt, Tim, InScope raus, scheiße auf den, ich mache nur ein Statement, wir kommen nicht mehr klar, der ist weg, du bleibst bei Sek Plus, machen wir schon. Hast ja gesagt, dann wieder nein und heute hast du mal gesagt, nee, du willst auch Produktkategorien. Ich denke, Malik hat auch gesagt, das ist unkorrekt, das ist wie, ich denke und hoffe von tiefstem Herzen, dass du gezwungen wirst, Tim, dass du musst wegen InScope. Und ich schwöre, ich habe es dir auch gesagt, vertraue mir in ein paar Jahren, du hättest dich besser an mich gehalten als an InScope. Glaub mir. Aber wenn du in ein paar Jahren dann sagst, es war so, dann ist mein Herz wenigstens okay. Ich habe nicht für einen unloyalen Spasti die ganze Scheiße gemacht. Und übrigens, das Geilste, Leute, ist,
Die beiden erzählen ja von Loyalität, dies, das. Seit einem Jahr wird mich voll gelabert. Man will Shop-Einkaufspreise, man will das Shop 40.000 Euro Dispo geben. Dauerhaft wollten die ein Dispo haben, was über 2 Jahre abbezahlen können. Haben dann 20.000 Dispo bekommen sogar noch. Wollten das, nicht mal ein Post. Ich gucke aber, Interview mit Montana Black, fand ich gut, ne? Fahr ein paar Kritikpunkte. Hast du ja auch gesagt, Tim, dass du ihn auch nicht so feierst, aber ist ja egal. Ne? Wenn man schon hier so, ihr schon so eklig zu mir seid und bei Flying Uwe Blasen geht, kann man das ja auch erzählen. Dass du selber Montana Black gesagt hast, ja, keine Ahnung, was du gesagt hast, ist mir auch scheißegal. Nee, kein Fitness-Scheiß drauf. Vergiss das Thema, egal. Sitzt du da mit Gymshark-Strümpfen? Gymshark, ne? Niemals, wenn man, ich hab das mal hochgerechnet, was ihr für einen Post bei The Clues wolltet, was ihr rechtfertigt habt, und bei Gymshark. Dann müsste Gymshark euch für 50.000 pro Person im Monat zahlen, wenn das mit dem Seclus Deal vergleichbar wäre. Und was hat Gymshark für euch getan? Ja, Rack, Schwanz, gar nichts. Was hat Matthias für euch getan? Anzeige bekommen. Kollege mehrmals überredet, mit euch zu arbeiten. Und ganz ehrlich, mit Kolle ist alles cool. Der Kolle hat mir ausrichten lassen, wird mal gerne in den Shisha rauchen gehen, wieder. Alles cool mit Kolle. Aber Kolle, das war halt so, ne? Das macht dich jetzt auch nicht schlecht. Aber da musst du auch, wenn du gefragt, also, dich wird keiner fragen. Das ist einfach so, Kolle. Das ist so passiert. Ich will dich da nicht reinziehen. Selber auch bei Farid. Ich wollte die Sache nicht groß machen da, dass der Farid Streit mit Nico hatte. Aber da steht der Farid eh gut da, weil der Nico hat einfach Farids Korrektheit ausgenutzt. Die waren halt trotzdem korrekt miteinander. Und der Nico wird irgendwann frech. Und dann hat der Farid gesagt, guck mal, kleiner Pisser, bei mir wirst du nicht so frech. Hier sind meine Grenzen. Ich bin korrekt zu dir, aber dafür kannst du nicht frech werden. Und sonst fick ich dich weg. Und dann hat der Nico sich in die Hose geschissen. Das Ding abgefilmt, diesen Screenshot. Komplett rumgeschickt, diese Screenshot-Filmerei auch. Und Tim, eure Scheiß-Aufnehmerei am Telefon geht mir auch auf den Sack. Meinst du, wir checken das nicht, dass ihr aufnehmt? Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht bei Karl S., weil er hat gesagt, ich nehme das auf, Matthias. Dann hat Eugen, der saß neben mir, mich dabei gefilmt, aus zur Sicherheit. Und sonst habe ich in meinem Leben noch kein Telefonat aufgenommen. Und du, Tim und Nico, ihr macht das ständig. Wie du auch den Verlauf von Fahrrad rumgeschickt hast, Nico. Aber das Gute ist ja nicht schlimm für Fahrrad. Fahrrad hat dich ja zum Hund gemacht, Nico. Ne? Aber ich will auch nicht provozieren, dass Fahrrad den disst, weil Vater hat gesagt, der scheißt auf den. Kolle, dich will ich da auch nicht reinziehen, ich will keinen reinziehen, aber die haben euch sowieso reingezogen. Denn die haben Kolle angerufen, dass er dazukommt zu dem Treffen, wo mir dann schon klar war, die sagen mir was Negatives, aber wieso Kolle dazukommt. Also wie gesagt, ich habe heute erst alles erfahren, so komplett. Und der Tim sagt mir, ich habe den Kolle zurufen, damit er nicht ins Kreuzfeuer gerät. Damit wusste ich ja, okay, da wird was passieren, wo ich disse. Das zeigt auch, Tim, du weißt, dass du Unrecht tust. Wieso rufst du Kolle an, dass dir dazukommt, wenn du weißt, du tust mir Unrecht? Wenn du weißt, es eskaliert. Also musst du ja Unrecht tun. Sonst holt man ja keinen Schlichter dazu. Weil ich auch nicht, Kollege, eh die falsche Person dafür wäre, weil das hat ja mit dir und mir zu tun. Also in der Hinsicht, hat er nur wegen Bostrafo, ist der nicht eine Schusslinie. Das ist, hat er einen Deal? Hat er einen Deal? Das ist selbe wie Kollege ist mit seinem Manager, hat er auch einen Deal? Fahrrad auch. Und ich muss nie wieder mit dem Manager sitzen. Werde ich auch nicht. Lieber sterbe ich, aber mit 200 Kollegen kann ich sitzen. In unserer Welt ist das halt oft so. Der ist mit dem, schon mal erzählt habe, massiv ist auch mit Bushido gut. Was habe ich mit Bushido zu? Nix. Aber beiden Namen, Kollegen und Fahrrad musste ich hier erwähnen, weil nicht um sie reinzuziehen, wie die beiden das gemacht haben, weil ihr habt mich reingezogen. Ja? Boss Trafo hätte einfach eure Arbeit machen sollen, da hätte ich nicht mit Kollegen das schlichten müssen. Fahrrad, Nico, hätte ich einfach nicht verhalten sollen wie ein Arschloch. Hätte mich nicht fragen müssen, ob ich schlichte. Und dann noch beleidigt sein, wenn ich es nicht mache, weil du einfach im Unrecht bist. So, hätte der Fahrrad immer besser auf die Fresse gehauen dafür. Wirklich. Deswegen, ich wollte Fahrrad und Kollegen nicht reinziehen. Ich musste leider auch jetzt diese Gamers-Level-Up-Sachen von Fahrrad und Kollegen erzählen. Aber das Ding ist doch eh vorbei. Das ist eh nicht mehr schlimm. Und das hat eh jeder gecheckt damals. Aber ich muss jetzt erklären, dass die beiden Scheiße aus Stuttgart Fahrrad und Kollegen für was verurteilt haben, was nicht mal halb so schlimm war, wie was sie machen wollen. Es war auch schlimm für mich. Sonst wäre ich nicht sauer gewesen. Aber ich war auch sehr radikal, wie ich es erklärt habe. Thema zu. Sonst gibt es auch nicht, es gibt noch ein paar Geschichten, aber wir sind jetzt bei 2 Stunden. Ich will auch nicht mehr drüber reden. Kommt irgendwas, rede ich, dann rede ich richtig. Weißt du, und ruft mich nicht an und dreht das nicht mehr um. Ihr seid raus bei SecPlus, ihr beide. Ich will euch nicht. Ich könnte jetzt, wenn ihr überhaupt schon zuhört, weißt du, was ich dann sagen würde, wisst ihr was? Ihr macht jetzt diesen Vertrag von letztem Jahr, den arbeitet ihr jetzt ab. Zu dem Preis von letztem Jahr, zu dem Post von letztem Jahr und die Differenz von der verrechneten falschen Summe vom Shop, die will ich haben. Und das wären locker 20.000.
Locker. Ihr habt Stress gemacht wegen 1000 Anwaltskosten, wo ihr hättet eigentlich 1,3 übernehmen müssen, was ich vorhin schon erzählt habe. Ihr seid wirklich die geizigsten, ekelhaftesten Geldgeier auf diesem Planeten. Und Nico, du wirst geschätzt von Online-Magazinen auf eine Summe, die du safe schon hast. Ne? Und nur weil Philipp dich gefickt hat und du nicht mehr ganz den Kokain-Lifestyle leben kannst, den Party-Lifestyle, machst jetzt Filme. Und noch was, was auch noch ekelhaft ist. Abschluss, dann reicht's mir. Feierabend. Die Delfin-Sache. Du kleiner Wichser. Ne? Das war auch nicht so, wie du gesagt hast. Da hast du mir gesagt, hast du erstmal gemacht. Ich habe Shitstorm bekommen. Dann habt ihr mir gesagt, gemeinnützige Aktion. Und dann haben wir so einen Witz gemacht. Ha, wir werfen Nico raus. Nächsten Tag habe ich ein Video gemacht. Nee, gemeinnützig, dies, das. Wir werfen nicht raus. Es war gemeinnützig, deswegen ist es halb okay. Aber auch dafür hast du 40.000 oder so bekommen oder 30.000, wie mir erzählt wurde. Verstehst du? Das hast du mir auch nicht ehrlich gesagt. Wieder auf meinem Nacken. Da war ich gut genug auch wieder, ne? Shitstorm machen mit diesem scheiß Delfin, 40.000 in Tasche stecken und Matthias Clemens geht dumm vor die Kamera und sagt, Nico ist unser Mann und das war gemeinnützig und dies und das. Du hast mich noch lügen lassen für dein Geld. Gottlos. Weil du hast mir nie gesagt, du hast dafür Geld bekommen. Das hast du nie gesagt. Das wurde mir aber erzählt. Aber zum Glück, wusste ich das bei meinem Video nicht so genau. Ich wusste Product Placement, aber ich hätte nicht gedacht, dass irgendeine Fischfirma dir 40.000 bezahlt, dass du so einen Babydelfin-Film machst. Nur, dass ihr seht, das war noch letztes Jahr. Wann war das? Auch Oktober die Zeit oder September. Wie ich mich immer für die Jungs gerade gemacht habe. Immer, dass die ein gutes Image haben. Immer. Aber die wollen mein Image ficken mit Gamers Only, mit fremden CBD, mit fremden Riegeln, was in ihrem Shop alles geschmeckt hat. Wenn ihr jetzt zwei Shops hättet in Stuttgart und München, die laufen würden, wo ich keinen verblickt hätte, dann wäre der CBD-Gewinn gut, ne? Den du zum Einkaufspreis bekommen hast, Tim. Den ihr zum Einkaufspreis bekommen habt, wo ich nichts dran verdient hätte. Nichts, nada, niente, nur ihr. Aber wenn ich Shop kaufen soll, soll ich euch 140.000 geben und noch Schulden lassen und noch euch bezahlen. Und seit dem Einkaufspreis im Shop, wo ist euer Extra-Post? War nicht der Deal, wir geben euch Einkaufspreis und der Shop macht Christian Dek, um ihm zu helfen. Ihr kriegt einen Dispo und ihr postet ihn. Wo war denn ein Post? Schwanz kam ein Post, gar kein Post kam. Guck mal Leute, ich wollte hier nicht ausrasten, bin ich aber. Aber es geht echt nicht anders. Ihr habt die Scheiße jetzt 2 Stunden gesehen. Ihr habt gesehen 2 Stunden, was alles passiert ist. Das waren nur Anrisse. Nur Anrisse. Jahrelang mich benutzt, um Leute zu dissen. Auch wenn Karl S. zurecht gedisst wurde und ich was davon hatte. Das stimmt, aber mich benutzt. Dann Opferrolle bei Karl S. Ausklammern, dass Matthias bedroht hat. Ihr werdet, wie gesagt, heute noch unter Vertrag, da, wenn ich nicht wäre. Und wie gesagt, ich habe nichts verlangt aus Solidarität. Und Tim, ich habe 8 Stunden mit dir geredet. Ich habe gesagt, egal wie viele Schulden du hast, wir füllen das auf, wir machen dir ein Produkt, du kriegst einen eigenen CBD-Deal. Guck mal, wir beide haben History. Spuck doch nicht auf diese History. Quasi habe ich dir am Telefon gesagt, was du bald machen möchtest, unloyal. Dir 5 Angebote gemacht, dass du loyal bleibst. Aber du willst schnappen. Du willst schnell schnappen. Und Gamers Only ist schnell. Und scheinbar ist irgendein CBD-Typ schnell. Ist ja auch logisch. Hat man Sek Plus Image. Wollen die anderen dann haben. Deswegen werde ich auch deren Image zerstören und zeigen, die Produkte sind nicht so gut wie unsere. Gerne sogar. Ich werde Gamers Only gerne erklären, dass so ein Sek Plus nie produzieren würde. Und ich werde gerne erklären, dass CBD bin ich gespannt. Da bin ich nämlich sehr gespannt. Da habe ich nämlich noch kaum Gutes gesehen. Aber egal. Wie gesagt, jahrelang war ich euch gut genug. Jetzt habt ihr ein Jahr Film mit mir gemacht. 3 Monate in meinen Kopf gefickt. Ich weiß nicht, wer ihr beiden kleinen Scheißer seid, dass ich mir das gefallen lasse. Ich habe schon zu spät. Ne? Wenn ihr Männer seid, hätte ich euch schon längst rasiert. Nur aus diesem kleinen Bruderherz, Tim, habe ich die ganze Scheiße nicht gemacht. Und ich habe dir 8 Stunden erklärt, spuck nicht auf unsere History. Habt ihr jetzt gemacht, das ist auf die History. Das war die History. Hiermit endet die History. Ihr habt Glück, ihr seid jetzt im YouTube-Game, ihr seid nicht mehr in dem Haifischbecken Fitness, ihr braucht mich nicht mehr, macht euer Ding und ich schwöre, dieses Video wird euch auch nur in meiner Welt schaden, nicht in eurer YouTube-Welt, deswegen ist es euch scheißegal. Aber an dem Tag, Tim, wo Nico dich abzieht, denk an mich. Und an dem Tag, wo ihr nochmal abgezogen werdet, denkt an mich, weil das ist euer Karma. Euer Karma, Karma, Karma. Und jede Firma, mit der ihr arbeitet, Bold Chance.
Und jeden, der sich hier einmischt, Boll Chance. Ich meine jeden, ne? Hier kann sich keiner einmischen. Egal wie groß dieser YouTuber ist, der mir den Schwanz nuckelt, dass er sich einmischt, kein Problem. Egal wer bei Gamers ohne Vertrag hat, kein Problem. Egal, wem diese Firmen gehören, Zitlo, Flying Uwe, Gamers Only, wo ihr jetzt hingehen könnt, mit meiner, gerne könnt ihr hingehen, weil euer Vertrag, wie gesagt, habe ich eben zerrissen. Ihr müsst mir auch keine Kündigung schicken. Ne? Das Geld von dem Shop, was ihr mir eigentlich geben müsst, wenn man korrekt verrechnet, steckt das in euren Arsch, steckt euch das so tief rein, so bis oben. Weil Tim meint einmal am Telefon, ja, das geben wir dann zurück. Steckt es euch rein, kauft euch eine Prostituierte davon, behaltet es. Ich will mit euch einfach nichts mehr zu tun haben. Ich will keinen Cent zurück. Ne? Ich will gar nichts. Bei diesem Seclus-Shop, ne, ist diese Woche, hängt ihr das Schild ab. Ihr zahlt, wenn da noch was offen ist, da ist ja nichts mehr offen, oder? Okay, ist nichts mehr offen. Diese Ware verkauft ihr ab. Nee, ihr macht den Shop einfach zu. Mir scheißegal, was ihr macht. Euch ist auch scheißegal, wie ich da stehe, wenn ihr bei Gamers Only seid. Wieso sollte dieser Shop offen bleiben? Diese Woche schließt ihr diesen Shop, egal welche GmbH da drin ist. Ihr löscht Seclus aus eurer Signatur. Ihr könnt auch alle Seclus-Videos löschen, wenn ihr wollt. Löscht die. Ich will mit euch keine Verbindung mehr. Ihr seid unehrenhaft entlassen. Ja, ihr seid raus. Und noch was. Letzter Satz, wie ekelhaft Nico ist. Und es gibt noch mehr bei Nico. Der Tim sagt mir, nee, der Nico will bleiben, aber der fühlt sich nicht mehr so wohl. Nimm mal diesen Politikfilm auf mich. Zuerst habe ich den geglaubt. Ich sag zu dem, guck mal, in Corona, wo Seclus auch sehr schlecht ging, wo euch ein Posting nichts kostet, macht Leroy, unser Leroy, ein Interview mit Tim Gabel, mit Inscope, wofür Leroy bei Seclus ein Deal hat, dass er Interviews macht. Der Inscope hat nicht mal diesen Hochwischer gemacht. Der Inscope war so geizig, der hat einen kostenlosen Hochwischer. Was kostet dich ein Hochwischer? Du bist schon eh sehr bei Seclus. Wenn du nicht für mich machst, mach doch für Leroy. Der Leroy kam doch für sein Seclus-Format zu dir nach Stuttgart, Nico. Ja? Macht ein Interview mit dir. Wir posten das. Dings post das, du nicht. Bist du zu geizig? Bist du zu geizig zu posten? Soll ich noch was sagen? Nico hat, wir haben mal damals Uli und Malik, außer Rapper, bei Hochwischern die Links ausgelesen. Der Leroy hat dreimal so viel Hochwischer-Links wie du mit deinen 1,6 Millionen Followern. Nico, deine Hochwischer-Links auf Seclus-Seiten, weil du so krass bist, sind schlechter als meine mit 46.000 Followern. Und wenn du sagst, ich lüge, kein Problem. In Mastertask haben wir alles aufgelistet. Das heißt, der Leroy kommt zu dir, macht ein Interview. Er hat dreimal so viel Hochwischer-Klicks bei Seclus wie du. Du machst nicht mal diesen Hochwischer, weil du dir irgendeinen Film auf uns geschoben hast. Oder weil der Philipp dich gefickt hat. Was kann ich dafür, der dir jahrelang geholfen hat? Was ich für Tim gemacht habe, habe ich auch für dich getan. Du hast nicht mal diesen Respekt, diesen bisschen Respekt, diesen kleinen Funken Respekt vor Leroy wenigstens, den Hochwischer zu machen. Und ich habe Rich und Murat extra gesagt, schick dem Nico diesen Hochwischer, weil er mich nie ein, diese Hochwischer-Sachen normalerweise. Ich will gucken, ob der das wenigstens für Leroy macht. Ja, aber einen Schwanz hat der Nico gemacht. Einen Schwanz. Und Leute, als Abschluss, ja klar bin ich sauer. Ich fühle mich ausgenutzt. Ich fühle mich seit Monaten verarscht und jetzt nachträglich seit Jahren ausgenutzt. Und immer noch, ich hasse Karl S., weil er wird sich jetzt freuen. Aber ich glaube den beiden auch nicht mehr alles, was damals lief. Ich glaube, dass ich immer noch vor Gott, ich bete dazu, rechtens gehandelt habe und die rechtens bei Karl S. rausgeboxt habe. Aber alles, was die mir erzählt haben, glaube ich niemals. Und Fakt ist, das habe ich heute Nacht noch Erfahrung gebracht. Nico redet mit Karl S. schon die ganze Zeit. Weil Nico springt überall, wo es was zu holen gibt. Und glaub mir, Tim, ich habe es dir am Telefon gesagt, halt dich lieber an mich. Ich habe dich noch nie verraten. Ich war immer dein Bruder. Ich war immer wieder ein großer Bruder. Ich habe dich aus jeder Scheiße geholt. Als Tim, als Nico und für dich fallen lassen wollten, habe ich dich rausgeholt. Oder dir geholfen. Als Kollege mit der Stadt habe ich dir geholfen. Als Karl, alles habe ich dir geholfen. Alles in meinem Leben habe ich getan. Shop, überall. Als ganze Plus euch rausschmeißen wollte, wegen diesen frechen Shop-Verarschungen da, habe ich gesagt, Tim, bleib erst mein Bruder. Und 8 Stunden habe ich probiert, dir das beizubringen. Ich habe probiert, dir zu erklären, was Loyalität ist. Aber du verstehst keine Loyalität. Geh mit Nico. Geh mit Gott, aber geh, wollte ich sagen. Geh mit Nico.
Und ich schwöre, dein Karma wird dir zeigen, was Nico für ein Mensch ist. Na, alle, die mit Nico streamen, viel Spaß mit Nico zu streamen. Baut ihn schön auf und wir werden ihn in ein paar Jahren sehen. Ich denke kurz nach, ob ich noch einen Punkt vergessen habe. Aber ich glaube, das war's. Ich habe viele Punkte nur angerissen in 2 Stunden, weil die Sachen waren noch länger. Aber egal. Es wird mir wehtun, das zu posten. Und wenn ich runterkomme, tut es mir auch weh. Und das sieht nicht so aus, aber es tut mir weh, weil diese gute Seite wurde schon wieder ausgenutzt. Wie gesagt, ich hoffe, dass Tim irgendwie nur da gezwungen wird. Aber was weiß ich, diese Scheiße habe ich mir immer eingebildet. Bei Batze Bus habe ich mir eingebildet, der wurde gezwungen. War dann doch nicht so. Ich habe mir das immer eingebildet. Die Leute werden meistens nie gezwungen. Und dieses Video war der richtige Weg. Und wenn ihr nur diese Story hört, zeigt ja schon, wie die sind. Was soll ich noch über diese Menschen erzählen? Dass ich noch sage, ich mag den Jungen, zeigt, wie dumm ich bin. Und das ist das Problem. Und nochmal an alle, auch aus den letzten Jahren. Ja, ich habe ein gutes Herz. Ja, man kann mich dadurch schnell ausnutzen. Und ja, ich werde manchmal verarscht bei Instagram von bei so Spendenaktionen und mach mit und hör später, dass die Fake sind. Ist auch schon oft passiert, wo mir Leute sagen, wieso hast du mitgemacht, das war ein Fake? Weil ich niemanden verurteilen will vor Gott. Weil wer bin ich, dass ich die Menschen verurteile? Ich bin halt so. Ich will immer ans Gute glauben. Aber ich habe auch diese verdammt schlechte Seite, die Karl S. zu spüren bekommen hat, Tim. Für dich, für meine Liebe zu dir und auch natürlich, weil ich Karl gehasst habe, aber es war wegen dir jetzt angefangen, habe ich Karl S. gedisst. Du hast mal Stress gehabt mit Flying Uwe, ich habe ihn sofort gedisst. Dann sehe ich euch zusammen rumtanzen. Das ist die ganze Zeit so. Ich habe keine Lust mehr. Gute Nacht. Wir haben jetzt 7.34 Uhr. Ich habe nachts gedreht. Ich habe den ganzen Tag telefoniert, gearbeitet. Ich habe auch keine Lust mehr. Schönes Leben euch beiden. Verpisst euch. Leute, ich muss noch ganz kurz einen Nachtrag machen. Ich habe kurz über das Video nachgedacht. Ich war sehr wütend. Ich habe mich sehr in Rage geredet. Vielleicht muss ich auch nochmal ein Video machen. Ich habe jetzt nur durchgesäppt und mir sind 2 Punkte aufgefallen, die ich noch klar belegen möchte. Und zwar sage ich einmal, kann man auch reinschneiden vielleicht. Tobi, schneid das an die Stelle. Schneid das an die JBG-Stelle. Aber so wie es ist einfach, damit die Leute sehen, es war ein Video und eins noch dazwischen. Ich sage in einem Satz, ich hätte versucht, das mit Fahrrad und Kollegen zu klären, das Level Up bei uns produziert und die hätten abgesagt. Ich möchte dazu sagen, ich wollte kostenlos für Level Up produzieren. Ich wollte keinen Cent dran verdienen. Ich habe nur 2 Dinge gesagt. A, es muss, übrigens, ich gucke immer in OBS, weil ich denke, das ist meine Kamera, aber hier ist die Kamera. Aber das lenkt mich ab, ich brauche mal da so einen Bildschirm. Auf jeden Fall, ich habe damals mich verstritten, wo wir uns nicht verstanden haben. Ich habe den Jungs gesagt, guck mal, ich habe eine eigene Fabrik. Ich stehe für Aufklärung, für Authentizität. Wenn sogar eure Gamer für eine andere Scheißfirma Werbung machen, schadet dann das meinem Image. Darüber haben wir uns verstritten. Da haben der Manager und Kolle gesagt, du bist zu radikal. Farid hat mich verstanden, weil Farid hat diese Kriege mit mir geführt. Und dafür danke ich Farid auch von Herzen, dass der Farid immer an meiner Seite stand. Wie auch die Aztas immer an meiner Seite standen. Das ist auch der Unterschied zwischen Aztas oder Farid, auch wenn ich mit denen mal Streit hatte, wieso ich die immer liebe, die haben für Sek Plus gerade gestanden, für mein Image. Und Leute wie Tim und Nico scheißen auf mein Image, obwohl ich für ihr Image gerade stehe. Ich wollte an Level Up nichts verdienen. Ich wollte, dass das ein besserer Booster ist und aus einer sauberen Fabrik kommt, damit mein Image nicht geschädigt wird, als der Aufklärer, der Eiweiß-Nazi. Das zum einen. Und zum zweiten, falls Tim und Nico hier sagen werden, ja, wir brauchen halt das Geld. Ich habe denen wirklich auch Angebote gemacht, wie sie langfristig ihre Schulden abbezahlen können, weil ich keinen hängen lasse. Die wollen aber schnell schnappen. Und Verrat wird immer besser bezahlt als ein Deal, den man schon 4 Jahre hat. So gesehen, denke ich. Weil mir Beispiele genannt wurden, wie MyProtein würde das zahlen, ESM würde das zahlen, ja. ESN, MyProtein wollten schon jeden meiner Athleten haben, aber die waren stabil und haben abgesagt. Und übrigens, es gibt 5 Personen, die mal bei Sek Plus weg sind und Deals auch vorgeschlagen bekommen haben von meinen Feinden. Und die haben denen abgesagt. Wie wisst ihr wieso? Weil zwischen denen und mir nie was so schlecht sein wird, dass ich die verrate oder die mich verraten. Sogar in schlechten Zeiten. Also nochmal,
Meine Angebote für Tim und Nico waren gut genug, langfristig ihre Schulden abzubezahlen, aber die wollen nicht langfristig. Die wollen schnappen, wie die meisten Menschen schnappen wollen. Und bei der JP Gaming-Sache, nochmal, wir haben uns darüber zerworfen, dass ich gesagt habe, dieser Booster aus einer Fremdproduktion und mit wenig Inhaltsstoffen schadet meinem Image. Aber damit ihr den Gaming-Deal halten könnt, produziere ich den for free. Ich will keinen Cent. Und er muss gut sein. Level Up haben das abgesagt. Und dann wurde mir sogar Geld geboten als Entschädigung. Das habe ich aber abgesagt mit der Bitte, mit der Aussage, ich bin nicht käuflich, es geht um meine Authentizität, damit das auch geklärt ist. Und wenn ihr jetzt fragt, wieso hast du dich dann mit Farid und Kollegen irgendwann versöhnt, sage ich euch, weil A, die nicht diesen Deal eingefädelt haben und B, das nicht so gesehen haben wie ich und C, sie vorher jahrelang stabil waren und ich danach noch viel mehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und um es in Farids Worten zu sagen, ja, du warst sehr radikal, aber es ist gut, dass du radikal bist, aber da sind ein paar Sachen, da hast du mir gegenüber auch was nicht gemacht, was nicht okay war. Was auch stimmt, ich habe Farid dann gesagt, stimmt, aber ich war so wütend wegen diesem Deal. Und so ist das halt passiert. So wurde die Sache an ACTA gelegt. Und mit Kolle war das so, dass ich mich auch irgendwann gesessen habe, weil wir hatten noch ein paar Sachen, die wir besprechen mussten. Kolle hat gesagt, mir tut leid, wie das gelaufen ist. Ich würde gerne bei Sek Plus bleiben. Ich liebe Sek Plus, dies, das. Ich habe gesagt, Bruder, das hat mich zu sehr verletzt. Aber ich bin auch mit Wut hin, aber wir haben uns ausgesprochen. Ich habe gesagt, aber guck mal, lass uns einfach die Wege hier trennen, im Frieden besser. Der Kolle hat gesagt, sollen wir online was sagen? Ich sage, nee. Und der Kolle hat gesagt, mit unseren Verbindungen, die wir haben, ich sage, die bleiben, ich will nichts Schlechtes. Der Kolle hat mich sogar gefragt, was mit Boss Trafo ist, was mich Tim und Nico nie gefragt haben, schreibt mit Kolle. Er hat mich gefragt, ich sage, mach das weiter, lass alles so, alles ist gut, Kolle. Ich denke, der Kolle hat auch die Wahrheit gesagt. Deswegen kann ich den beiden das verzeihen. Die können mir meine radikale Art verzeihen, weil die wissen, für Aufklärung und Eiweißauthentizität habe ich geblutet. Und man kann Leute wie Tim und Nico und auch viele andere nicht mit Farid, Kollege oder den Azatas vergleichen. Ich sage euch wieso. Diese Jungs, auch wenn mal was war, die haben Sek Plus gepusht und mich als Person gepusht. Und ich mache Fehler, die machen Fehler. Aber man sieht über Fehler hinweg. Mit guten Freunden kann man sich mal streiten, da kann man mal eine andere Meinung haben. Da kann man mal getrennte Wege gehen. Da kann man sich auch mal eine Zeit lang nicht sehen. Aber was Tim und Nico gemacht haben, ist nur ausnutzen. Das ist nur ausnutzen. Und das kommt entweder jetzt hinten ans Video dran oder in die Mitte bei dem JP Gaming Thema. Ich glaube, es kommt jetzt doch hinten dran, weil es wieder 5 Minuten gedauert hat. Das ist das Outtake, Leute. Aber jetzt direkt gedreht, kann ich euch auch zeigen, damit ihr das glaubt. Wir haben jetzt 7.53 Uhr. Sektology ist am Start, 7.53 Uhr. Das hier ist am Stück gedreht, hier ist nichts fingiert. So ist das Ding. Und ja, gute Freunde, sogar im Streit verrät man den anderen nicht. Ich habe viele Freunde, mit denen ich schon mal Streit hatte. Weil ich radikal bin, weil ich Fehler übel genommen habe. Weil ich bin halt so vielleicht radikaler als andere. Ich mache dann selber die Fehler nicht und erwarte von Leuten, die auch nicht zu machen. Und daraus habe ich gelernt. Aber hier bei der Tim-Sache und Nico-Sache war zu viel. Deswegen habe ich auch so lange mitgemacht, weil ich wollte nicht mehr so radikal sein. Aber die haben echt übertrieben. In diesem Sinne, an alle verflossenen Freunde und alle, man kann vieles klären, aber Tim, ruf mich nicht mehr an, mit dir will ich nichts klären. Nur, das ist jetzt nur, was mir im ersten Moment eingefallen ist. Sollte sonst was im Video missverständlich gewesen sein, ich bin ja noch ein Jahr da, ich gehe noch live, dann könnt ihr mich live fragen und ich werde live genau erklären, was ich wie gemeint habe. Jetzt haben wir 8 Uhr, ich habe wieder nicht geschlafen, ich bin schon wieder wütend geworden, wie ihr merkt. Ich lade das Video hoch und schlafe vielleicht heute gar nicht, weil ich auch arbeiten muss. Oder schlaf bis nicht, ich weiß doch nicht. Outtake, gute Nacht, peace.